Ich guck's zwar nicht, aber ich freue mich. Moin John und herzlich willkommen hier im WTR Clubhaus zur 25. Episode im Wrestling Talk Radio. Der Super Bowl ist Geschichte, der Valentinstag ist vorbei und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir beide nicht vergeben wären und er eine heiße Brünette wäre, dann wäre er wohl mein Valentinschutz geworden. Hier ist er, Basti, moin. Ja, Glas auf, wie wir in Mainz sagen. Basti, du bist gut drauf, wie ich sehe. Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob mit Brünett das noch hinkommt. Also ja, Straßenköterblond, so, ne? Ich habe ja auch heiße Brünette gesagt. Also, stark ist grau mittlerweile. Bisschen mehr als Farbe müsstest du schon kriegen, wenn du eine heiße Brünette wären. Ja. Aber wir sind ja vergeben, Basti. Das geht ja nicht. Ne? Ist ja der Zug abgefahren. Es ist ja, wie es ist, ne? Es ist ja, wie es ist, ja. Ja, ist schon eine Weile her. Wir sehen uns wieder. Ja? Wir sind ja der gläserne Podcast. Heute ist der 15. Ein Tag nach Valentine's Day. Und ein oder zwei Tage nach dem Super Bowl? Zwei Tage? Zwei Tage. Sonntag ist es immer, glaube ich. Sonntag. Ja, war dies Jahr ja versetzt, ne? Ja. Wie gesagt, wir sind der gläserne Podcast. Ich kann gleich zum Anfang sagen, beim letzten Mal haben die Leute es nicht mitgekriegt. Wir haben kurz vorher gesagt, mir ging es schlecht, letzte Mal. Mir war ein bisschen duselig, ne, vom Freitag schon. Mir war ein bisschen duselig, haben aufgenommen und zwei Tage später wusste ich habe Corona. Nee, drei Tage später wusste ich, habe einen Test gemacht, dann habe ich nochmal einen PCR-Test gemacht. Dann habe ich erstmal zwei Wochen lang gelegen. War aber gut, denn ich habe alle Impfungen vorher gehabt und es war halt nur wie ein Ausläufer einer Grippe bei mir. Mir ist nichts Schlimmes passiert, mir geht es auch wieder gut. Und Corona wird immer enger. Ja, nach fast zwei Jahren jetzt haben wir es geschafft. Es wird immer enger. Jeder wird es kriegen wahrscheinlich. Aber alle, die sich impfen lassen haben, werden es wahrscheinlich irgendwie überleben. Und das ist auch gut so. Du hast jetzt zur Zeit wieder auch mehr mit Leuten zu tun, hast du gesagt, wa? Ja, ich bin diese Woche, in der wir jetzt aufnehmen, bin ich unter Menschen quasi, wenn man so möchte. Berufsschule halt, ne? Und da muss ich jeden Tag von Hildesheim bis nach Hannover. In Hannover noch einmal quer durch die ganze Stadt und Und da sieht man ein paar Menschen. Und noch keine ausgefallen? Nö, bisher nicht. Noch nicht. Aber gut, wir haben ja auch nur eine Woche jetzt, ne? Also wir warten eher dann, denke ich mal, so die nächste Woche. Also werden wir in der Märzausgabe hören, ob du es geschafft hast, ohne Corona die zwei Schulwochen rumzukriegen oder nicht. Ja. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, ob das so sich aufgeht. Weißt du, ich wollte meine Challenge noch auflösen. Ich hatte ja den ganzen Januar vegan gemacht, habe ich geschafft. Ja. Meditation habe ich so ausklingen lassen am Monatsende so ein bisschen so. Ne? Was die andere Sache angeht, Drogen, Alkohol, Zigaretten, den Punkt, als ich Corona hatte und auch meine Freundin Corona hatte und wir gesagt haben, oh, wir haben jetzt noch die Hälfte vom Januar übrig und sitzen jetzt in Quarantäne zu Hause, ist man schlecht, ja. Haben wir ein paar Tage rumgekriegt und nach einer Woche habe ich gesagt, scheiß drauf, ich rufe jetzt meinen besten Kumpel an. Dann hat er mir natürlich eine Flasche Wein vor die Tür gestellt, ein Sixpack Corona-Bier vor die Tür gestellt und auch so eine feine Gewürzmischung für ein paar Zauberflöten vor die Tür gestellt. Und deswegen haben wir noch ein bisschen Quarantäne genossen. Wir konnten ja eh nicht weg in Haus. Was willst du machen? Man muss sich, ich verstehe ja den Sinn dahinter, so diesen Detox, nennen wir es jetzt einfach mal. Ne? Mein Gott, ne? Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja, aber ich probiere jetzt immer so, also auch ohne Anlass, immer so mindestens ein, zwei Wochen im Monat mal gar nichts. Ne? Man kann es ja auch so einbauen. Man muss ja nicht immer auf die Kacke hauen. Ne? Auch wenn so ein Business, zum Beispiel Zigaretten, ist ja kein Thema mehr. Man wird ja auch älter. Ne? Also. Ja, so ein Bierchen muss auch drei Tage verdaut werden. Ne? Ja, du lachst. Ne? Also das ist mittlerweile, wenn man mal was getrunken hat, dann merke ich das so zwei, drei Tage. So schlimm? Ja. Ja, kann auch immer so trinkst wahrscheinlich. Ich trinke einem vorzugsweise Bier halt eigentlich, ne? Okay. Vorzugsweise. Ja, Wein auch mal, ne? Willi, übrigens, apropos Wein, ne? Ich habe hier noch keine Weinflasche irgendwie so stehen. Ja, pass auf. Es ist Folgendes, und zwar, wir haben ja auch zwei Gewinner vom Tippspiel. Ja. Und ich warte gerade auf eine Lieferung, eine besondere Lieferung. Mhm. Und da sind so zwei, drei oder mehr Sachen drin, die ich gerne verteilen würde. Mhm. Und da ist auch was für dich drin. Und da ist auch was für die Gewinner drin. Deswegen würde ich gerne noch, ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass es wohl Mittwoch, also morgen,
ja, so ungefähr so 14, 15 Uhr ankommen sollte. Und dann werde ich es hoffentlich Ende der Woche fertig kriegen. Und dann werde ich den ganzen Quatsch auch wegschicken. Und ich hoffe, wenn wir uns wiederhören im März, dass alle Pakete angekommen sind. Und bin ich gespannt, was du sagst, einfach mal. Weil so eine kleine Überraschung ist auch drin, nicht nur der Wein. Ich bin mal gespannt. Also brauchst du hier gar nicht lästern. Ja? Okay. Ist ja nicht der Wanderpokal, der hier ein halbes Jahr irgendwo rumliegt. Nein. Die Grüße gehen raus an Niki Bella. Nee, wir kriegen das schon hin. Ja, auch die Zuhörer, die beiden Gewinner, ja. Ja. Wir haben beide ausfindig gemacht. Einer hat sich bei dir gemeldet, einer hat sich bei mir gemeldet. Schöne Grüße, ihr wisst, wer ihr seid. Schöne Grüße. Und es ist alles in der Mache. Ich warte halt nur noch auf ein so ein Teil, was hoffentlich morgen dann kommt. So, ich bin gespannt. Ich habe einen Prototyp mir schon letzten Monat gegönnt. Und ich muss sagen, hat alles funktioniert, wie ich dass mir das gedacht habe. Und ich habe jetzt noch was davon nochmal geholt. Und ich hoffe, dass es genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie der Prototyp. Und ihr wisst schon, was es ist. So. Und dann hoffentlich kriegen wir dann auch ein paar Fotos zu sehen davon. Ich bin gespannt, ob es euch denn gefällt. Ja. Aber ich war noch gar nicht fertig. Ich habe ja in der Quarantäne gesessen und als hätte ich es geahnt, der siebte Sinn sozusagen, habe ich mir zwei Tage vorher eine Switch gekauft. Gott sei Dank. Ja. Bist du gut reingekommen in das Gerät, oder? Ich bin gut reingekommen in das Gerät. Ich habe mir 7 Tage hier diese Online-Kacke gegönnt da. Ja. Hab ganz viel Donkey Kong gezockt, ja. Was ich super finde, das Spiel hast du, natürlich. Wie sind deine Reflexe so mittlerweile? Also auf dem Fernseher ist schwieriger, als wenn ich es in der Hand spielst. Ne? Ja, in der Hand macht es schon mehr Spaß, weil ich es auch mitnehmen kann, irgendwo hin dann. Mhm. Also auch wenn ich es nur mit auf dem Balkon nehmen kann oder auf dem Couch oder so, ist es schon besser, so finde ich. Aber man kann ja auch so zweit spielen, das System, also das ist schon gut gemacht, finde ich. Ne? Ja. Ist jetzt keine PlayStation 5 oder irgendein System, aber Spielspaß. Also wir haben das, ne? Wir haben uns Mario Kart 8 dazu geholt und sind fein am Spiel. Also man kann mich auf jeden Fall schön entspannen. Ich habe mir das SpongeBob-Spiel geholt, natürlich, als SpongeBob-Fan. Natürlich. Macht Spaß, ist eigentlich für Kinder, glaube ich, aber haben so ein paar Rätsel bei, wo ich dachte so, hey, wer soll denn darauf kommen? Da habe ich gegoogelt, was man überhaupt machen muss, um da irgendwie weiterzukommen, ja. Und ich habe ein Animal Crossing gekauft, weil du das irgendwann mal vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sonst irgendwann beworben hast. Und ich muss sagen, so nach Feierabend, ich gehe gerne mal angeln zwischendurch, ja, oder irgendwelche Käfer irgendwie zu absuchen, so. Ich habe letztens auch einen Hai und einen Hammerhai gefangen irgendwo. Das gibt's da auch. Machen ja auch Tauben und so weiter. Klar. Aber du musst mir noch was verraten. Ja. Ja? Ich habe mich ja einfach als Willi angemeldet da jetzt, auch online. Ich habe jetzt diese ein Jahr-Dings für 20 Euro da abgeschlossen. Ja. Ja? Wie kann ich denn Freunde finden oder suchen oder so? Kriege ich dann eine Nummer oder wie kann er nicht der einzige Video auf der Welt sein, der benutzt? Das kann er nicht sein, nicht? Ja, redest du jetzt rein von Animal Crossing dann so, ne? Zum Beispiel, ja. Ja, da gibt es dann so, also bei Animal Crossing gibt es so IDs, die du untereinander tauschen kannst. Das sind dann, und dann kannst du die eingeben, das musst du da unten an dem Flughafen machen. Das funktioniert. Ich krieg die ID am Flughafen? Deine ID müsstest du auch irgendwo, oh, ich weiß gerade gar nicht, wo du die ID sehen kannst. Die müsste irgendwo zu finden sein. Okay. Aber ich weiß gerade nicht mehr wo, tatsächlich. Ich weiß gerade nicht. Ich habe schon zwei Inseln besucht. Man kann ja mit dem Flughafen irgendwo rumgurken da, mit diesem Wasserflugzeug, nee, Hubschrauber oder irgendwie sowas, ist das doch, glaube ich, so. Da kannst du dann die Inseln von anderen besuchen. Genau, aber ich habe natürlich nur jetzt lokal so gehabt, so, also nichts anderes irgendwie so zufällig, weil ich da noch nicht diese anderen Dings hatte, glaube ich. Aber ich würde natürlich irgendwen mal, den ich kenne, also du bist ja schon raus aus dem Spiel, deine Frau ist ja auch raus aus dem Spiel, habe ich so ein bisschen durchgehört. Nicole könnte da noch drin sein, glaube ich, müsste sie mal sagen, die spielt in Animal Crossing, ja. Okay, hast du nicht mal eine Wrestlinghalle gebaut mit einem Ring und so? Ja, ich habe im Keller immer noch im Haus von meiner Insel, auf der Insel, da steht ein Ring im Keller mit Käfig und Ringglocke und allem drum und dran, Spinden und Kamera und so, das steht alles da und da geht einiges. Das konntest du einfach bauen? Wie hast du das? Also es gibt ja so Ringecken, die du kaufen kannst. Okay. Und dann also mein Haus, halt, ich habe kein Zelt mehr, mein Haus ist noch ein Einraumhaus bis jetzt. Ja. Klassische Einraumwohnung. Genau, es ist noch ein bisschen schwierig, ich gucke noch, wo ich was lager, ich habe noch überall was hingeschmissen da und meistens liege ich draußen am Feuer, ja, beim Angeln oder so, bis ich einschlafe irgendwann da. Also wer Bock hat, das zu spielen, schreibt mal an, ja, oder auch Mario Kart, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt mich irgendwie an, vielleicht habe ich mal kurz Zeit für irgendwas so. Ein Mann mehr, der dem Kredithai Tom Nook verfallen ist.
Vielleicht habe ich auch im Monat gar keinen Bock auf die ganze Scheiße mehr und gucke das gar nicht mehr mit dem Arsch an. Kann natürlich auch sein. Und spiele nur noch die alten Donkey Kong-Dinger, wenn ich Bock habe. Ich habe aber das alte Mario Kart nochmal gestartet, das alte Mario Kart, und mir sind ja fast die Augen rausgefallen, das kannst du ja gar nicht mehr angucken. Ja. Die neuen Mario Kart, also 8 ist das ja, von ganz vielen N64-Versionen und was nicht alles drin sind, ist schon geil, macht schon Spaß. Aber wäre ich Epileptiker, wäre ich schon tot, glaube ich. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Super Nintendo Mini Classic. Ah, okay. Da ist ja auch Mario Kart drauf und das ist unspielbar fast. Also für mich, als Epileptiker ist es unspielbar quasi eigentlich, weil das ist, das geht nicht. Das geht tatsächlich überhaupt nicht. Ja, auf den neuen, auf diese neuen Mario Kart-Dinger da, sind ja aus so vielen Welten und überall zappelt was. Und ja. Da sind ja auch Welten, da drückst du das rein, geht, das neue geht. Schwebst und drehst dich dreimal und dann bist du zack, 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 bist du ganz woanders so. Das ist schon, für mich als Nicht-Zocker, muss ich auch schon, wenn ich mal alles durchgespielt habe, so 2, 3 Grand Prix, muss ich Pause machen, weil das überlädt mich schon ein bisschen meine Aufmerksamkeit. Mhm. So, ich bin das ja einfach nicht gewohnt wahrscheinlich, weil ich einfach in den letzten Jahren, also meine aktuelle Dienstag ist eine PlayStation 2, ich bin einfach nicht gewohnt, irgendwas zu spielen. Das ist schon anstrengend. Super Nintendo Spiel oder altes Super Nintendo Spiel, von da du ja jetzt auch eine Switch hast, wo du sagst, da würde ich mir mal ein neues Spiel von wünschen. Neues Spiel nicht, aber ich würde gerne Superstar Soccer Deluxe nochmal spielen. Habe ich damals auf dem Super NES oder SNES, wie nennt sich das, glaube ich, mal gespielt. Haben wir ganz, ganz oft mit meinem Kumpel gespielt, wo es eigentlich nur Kopfball um Kopfball und von der Mittellinie ziehst du ab und machst ein Tor. Hat einfach nur Bock gemacht irgendwie. Ja. Und es gab natürlich auch, ich glaube, ein Wrestling-Spiel mit Royal Rumble drin. Das siehst du sogar Rumble, siehst du. Das hat natürlich mal jung geprägt, da war ich noch sehr, sehr klein. Und mein Nachbar hatte das. Und das würde ich gerne mal wieder spielen. Ob das irgendwie spielbar ist, noch keine Ahnung. Aber es war ja sehr, super, sehr rudimentär mit so 3, 4 Aktionen, die du da durchführen konntest. Ja, man hat Bock gemacht. So. Ja. Weil du konntest da wieder als andere Figur rein. So. Das war das Wichtigste, was wir eigentlich immer gemacht haben, ist, dass wir uns hingestellt haben und den Ringrichter verprügelt. Sich mal links und rechts einer hingestellt und dann immer abwechselnd dem Ringrichter eine geklatscht. Aber weißt du was? Wir haben endlich mal noch eine kurze Sequenz, nur wir haben eine Zockersequenz hier, weil ich kann nicht irgendwo mitreden, weil irgendwas, was zocken. Also ihr müsst ja wissen, wir sehen uns ja, Basti und sehen uns ja immer, erzählen wir so oft, aber ne, manchmal vergessen wir es auch, wenn wir irgendwas quatschen, müssen wir auch erläutern. Große Anführungsstriche, Gänsefüße, wie auch immer, eine Zockerausgabe, weil es ist natürlich hier Mario Kart, natürlich kein Zocken, ne? Also ich. Naja, man kann das schon kompetitiv auch spielen, so, ne? Also wenn du mit mir Mario Kart spielst, so, ne, dann ist schon so. Beleidigungen und das ist schon. Ja, ich hasse übrigens dieses Vieh, was mir die Sicht verdeckt, immer wenn ich Tinte auf dem Gesicht habe. Ja. Dann könnte ich den Controller quer durchs Zimmer schmeißen. Das kotzt mich so an. Aber was willst du machen? Was hältst du denn vom blauen Panzer? Ich habe es noch nie bekommen. Ich werde nur abgeschossen damit. Ich weiß auch nicht, wer das schießt. Ja, es trifft auch den ersten oder den zweiten. Habe ich nicht immer den ersten. Es kann auch den zweiten mal treffen. Aber ich habe schon ganz viele Autos und den ganzen Blödsinn freigespielt da und so. Was hast du eigentlich für eine Figur? Wen nimmst du da? Ich nehme eigentlich immer, fahre eigentlich immer entweder mit Wario oder Waluigi. Ich nehme immer Wario, ja, immer. Ja. Ohne auch mich selbst. Ich habe mich ja selbst auch bei Nintendo Blödsinn nachgebaut irgendwie. Ja. Da konnte man sich ja auch nachbauen, ne? Aber Wario ist schon geil. Und man kann immer in so einen kleinen Suppentopf fahren, habe ich gesehen, mit so einem Schirmchen dran. Ich sehe aus wie ein Cocktail, wenn ich fahre. Das ist zum Beispiel, da will ich mir mal ein neues Wario. Was war das? Wario Menschen? Nee, was war das? Wario Land? Nee. Wario Land. Wario Land hieß das, ne? Ja, das zwei Teile, glaube ich, früher von Game Boy. Ja. Genau. Das neue, es gibt ein Wario-Spiel, aber das ist mehr so ein, ja, so ein Minigame-Sammlung von kleineren Spielen und das ist irgendwie nicht so meins. Ich hätte gern ein richtiges Wario Land, am besten mal in 3D oder so, das wäre ja mal. Das wäre wieder völlig überladen, glaube ich. Was für dich sein könnte, ist Luigi's Mansion. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen die alten Spiele nochmal angespielt, Super Mario Brothers und so weiter und so fort. Und das ging mir tierisch auf die Klötze. Ich habe da überhaupt keinen Bock gehabt. So, dann springe ich da hoch und dann kommt da ein Stern oder was, eine Blume. Und aber Luigi's Mansion ist ja gar nicht genau das, sondern das ist ja ein 3D-Spiel. Okay. Und du bist quasi Luigi als Geisterjäger. Oh, mit so einem Staubsauger. Okay. Musst in so einer großen Villa musst du die anderen retten und du musst dann halt Geister auf verschiedenen Ebenen einsaugen, musst Rätsel lösen und so. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Okay, das klingt doch ganz gut. Ja.
Ich habe mir geguckt, ich würde mir wahrscheinlich jetzt eins holen. Und zwar Terence Hilbert Spencer gibt es ja auch. Ja. Ich glaube, Beans und Bean. Bier und Beans oder irgendwie? Keine Ahnung. Ja, Beer and Sausage irgendwie oder Bier? Mit Beans irgendwas auf jeden Fall. Jedenfalls musst du von links nach rechts laufen und hast auch ganz viel Musik da drin und ganz viele von den Filmen ganz viel drin und so. Das sieht alles in den ganzen Trailern oder wie sich das bei Videospielen auch immer nennt. Sieht das ganz geil aus. Gibt es auch, glaube ich, für 10 Euro online zu kaufen oder auch mag es auch nur 5 sein. Ne? Mal gucken. Vielleicht gönne ich mir das einfach mal. Gibt es irgendwas, was du mir empfehlen würdest noch? Was da irgendwie, oder was gibt es was du noch spielst überhaupt da drauf? Also ich habe mir demnächst mal vorgenommen, dass ich, wie hieß denn, jetzt habe ich den Namen von dem Spiel natürlich vergessen. Perfect for, ja. Nintendo Switch, Japano RPG. Oh, das klingt schon wieder nach Manga und so, da bin ich ja wieder raus. Ja, Manga ist das jetzt gar nicht mal. Nein. Octopath Traveler. Sagt mir auch überhaupt nichts. Was muss man da machen? Klassisches Spiel aus Japan, so wenn du so möchtest. Du spielst quasi so eine Gruppe von Jugendlichen, Zauberern, Kriegern und sowas und die ziehst dann rum und musst dann halt so, schmeißt dir Zahlen an den Kopf, so wenn das man so sagen möchte, wo du dann Monster besiegen musst und so. So, kennst du Final Fantasy? Vom Titel her. Ja, ich bin okay, kein Zocker, es würde jetzt, glaube ich, also, zu weit führen, dass... Ja, brauchst du mir nicht erklären. Ja. Brauchst du mir nicht erklären. Ich brauche eigentlich bin ich so ein Spielertyp, ich muss mich eigentlich entspannen können. Deswegen wollte ich Animal Crossing spielen, weil ich einfach so eine Stunde angeln, so, ist genau mein Ding. So einfach eine Stunde links und da mal einen Käfer mitnehmen und da mal ein bisschen tauchen und da mal drei Holzstücke aufsammeln und irgendwas bauen, so. Das ist so... Kein Stress, so, das finde ich ganz geil, so mal 20 Minuten. Du wärst der perfekte Spieler wahrscheinlich für einen Fernbus-Simulator und sowas. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein, so. Es gibt ja auch so Flugsimulatoren und hier so Bauraupen und so ein Blödsinn alles, so. Genau. Genau, das muss ich mal anpeilen, vielleicht wäre das der Meinung, so. SpongeBob ist auch ein bisschen tricky und ein bisschen hier so, jetzt darfst du, also bei SpongeBob kannst du nicht sterben, das ist ganz geil. Das ist ganz gut, da bin ich auch für, so Kinderspiele so, da musst du nicht wieder von vorne anfangen und ewig so. Mario Kart macht ja auch Spaß, ist ja sehr kurzweilig immer. Ja. Aber so alles, was auf Zeit geht oder was auf Erfüllen von Missionen geht oder ganz viel, ich muss da 105 Dinge sammeln, sonst geht es nicht weiter oder so. Das ist alles für mich so, nee, da kann ich, das Leben ist viel zu stressig genug, dass ich mir da irgendwie sowas noch aufhalte irgendwie. Ja. Ne? Naja. Also wer mit mir spielen will, kontaktiert mich. Wer mir irgendwas vielleicht einen Tipp geben möchte für irgendein chilliges Spiel oder sowas oder wie ich damit irgendwie, ich bin schon mal online gefahren, aber es kann ja nicht sein, dass ich einfach nur mich Willi nenne. Ich bin ja nicht der einzige Willi auf der Welt. Es kann ja nicht sein, dass ich dann gefunden werde. Das funktioniert ja nicht wahrscheinlich. Nee. Also das funktioniert dann auch über, ich glaube, über eine ID irgendwie so, die du dann, wo du Leute suchen kannst. So, ich weiß es gerade nicht so 100%. Ist eine Aufgabe für Kommentare und so, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Ich habe Quarantäne schon angesprochen. Ja? Ja. In der Quarantäne war es so, meine Freundin hat das Ganze ausgenutzt, um mit mir nochmal alle Hobbit-Teile und alle Herr-der-Ringe-Teile zu gucken, was ich auch lange nicht gemacht habe. Darüber will ich gar nicht reden. Ich will nämlich über 4 Filme reden, die ich in letzter Zeit gesehen habe, weil ich einfach Bock hatte, mal wieder was zu sehen. Und die habe ich sowohl auf Netflix als auch auf Prime geguckt. Und vielleicht kennst du ja welche davon. Ich habe die... Jetzt bin ich gespannt. Ja, das sind 4 Filme. Ich habe sie so geordnet von... Och ja, ging und war gut, Spaß gemacht so. Mhm. Also das Schlechteste zuerst, in Anführungsstrichen, und das Beste zuletzt. Vielleicht kennst du was davon. Ich werde ganz kurz umreißen, worum es geht. Und vielleicht, wenn ihr zu Hause sitzt und sagt wieder mal, ich habe keine Ahnung, was ich gucken soll, vielleicht ist was für euch. Ich habe Inferno geguckt. Inferno ist was, Tom Hanks, ja. Du kennst das ja, es gibt da eine Reihe, ne? Ja. Die gab es von den Dan Brown-Filme. Ja. Inferno habe ich noch nicht gesehen, davor die beiden habe ich gesehen. Der erste war noch cool, der zweite war sehr, sehr vorausschaubar. Und der Inferno ist genau das, von 2016 übrigens, genau das gleiche wie vorher schon. Diesmal ging es nicht um Kunst und sind wir alle gebildet und haben daraus Verschwörungstheorie gebastelt. Nein, diesmal ging es um Architektur, um Philosophie, um Dante. Und daraus machen Verschwörungstheorie diesmal. So, ja? Also man kommt sich mal ein bisschen dumm vor, wenn man das sieht so. Aber trotzdem ist alles verschwörungsmäßig und die Charaktere drehen sich da und da. Man weiß trotzdem, was passiert und es hat mich jetzt nicht so bewegt, der Film. Tom Hanks ist auch erschreckend, wie schon älter er geworden ist, weil er hat ja Masse an Filmen gemacht irgendwie. Und immer wenn ich Tom Hanks sehe, ist es, glaube ich, auch die Stimme von Adam Sandler, was mich auch immer sehr irritiert dabei.
ja, dann bin ich immer so ein bisschen so raus. So. Also wer das irgendwie sehen möchte, Inferno von 2016, kann man gucken, vielleicht wenn man Fan von Tom Hanks oder von Dan Brown ist vielleicht. Den kennst du wahrscheinlich, oder? Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe, weil ich mag Illuminati eigentlich ganz gerne. Der war auch noch gut. In Da Vinci Code und Illuminati sind okay für mich. Inferno, ich überlege, ob ich den mal gesehen habe, aber ich kann mich da beim besten Willen nicht dran erinnern. Ob ich den gut fand oder schlecht, wahrscheinlich fand ich ihn eher schlecht. Ja. Würde ich mal fast von ausgehen. Das ist wahrscheinlich so einer von diesen Filmen, wo ich das so das Gefühl habe, Tom Hanks hat für 3 Filme unterschrieben und den dritten muss er jetzt noch machen. Ja, so ungefähr. Außerdem ist die französische Schauspielerin, der auf den Namen komme ich jetzt leider nicht, ist diesmal nicht dabei. Die auch Amélie gemacht hat zum Beispiel, die ich sehr, sehr gern sehe. Felicity ist Jones ist hier das Robert, das Langton Girl. Ja, nicht Bond Girl, sondern Langton Girl. Okay. In dem Falle dann. Okay. Ja. Ja, war jetzt nicht so mein Film. Mein Freund wollte unbedingt sehen. Könnte auch sein, dass ich zwischendurch auch geangelt habe, bisschen bei Animal Crossing, weiß ich nicht mehr genau. Aber war jetzt nicht mein Film. Aber vielleicht ist es was für euch so. Ne? Zweiter Film, den ich gesehen habe, ist Summer of 84. Also ein 80er-Jahre-Film sozusagen. Ja. Aus dem Jahre 2018 und auf 80 Jahre gemacht. Sollte eigentlich ein Horror oder Thriller sein. Keine bekannten Schauspieler sozusagen. Der bekannteste, den ich kannte, ist ein Vater, eine Nebenfigur, der auch eine Nebenfigur bei Monk war. Und zwar bei der Serie Monk hieß der Randy und in dem Film hieß er auch Randall, komischerweise, was ich sehr lustig fand irgendwie. Der Film ist ganz kurz zusammengefasst, 4 Jungs und die Frage, ob der Nachbar, der auch Polizist ist, wirklich der Serienkiller ist oder nicht. Das ist die große Frage. Und ich muss sagen, der Film war vom Gefühl her, war nicht schlecht. Aber da geht mehr. Also ich hätte den noch 3 Stunden weiter erzählen können, da wäre mehr passiert. So, der Film kam mir aus dem Puschen. Für einen Horrorfilm, für einen Thrillerfilm gibt es unzählige Filme, die bedeutend besser sind. Und weiß ich nicht. Auf dem Slash-Festival wurde auch vorgestellt so. Und ich habe die Demo gesehen und den Trailer, habe gesagt, Slash-Festival, geil, muss ja gut sein so. Und da war eine Szene bei, die vielleicht da reinspült. Ansonsten war das nix so. Aber besser als Inferno. Das muss man auch sagen. Hast du den gesehen? Nee, ne? Ich habe da den Trailer, glaube ich, von gesehen gehabt und hatte kein Interesse. Der Trailer sah aber gut aus und das Logo sah auch gut aus und der Film war aber dann nicht so gut. Ja, es ist halt im Moment so ein Hype der 80er Filme im Stil der 80er. Ich glaube, das hat vor allem mit Stranger Things angefangen. Ja, so diesen 80s-Vibe rüberzubringen und das hat sich jetzt irgendwie so weiß ich nicht. Man hat es nicht einfangen bekommen so. Ne? Ja. Einer, der da mitspielt, ist ein etwas größerer, lockiger, dickerer Junge, der auch im nächsten Film mitspielt, den ich vorher gar nicht kannte, aber jetzt zufälligerweise 2 Filme mit ihm gesehen habe, komischerweise. Der nächste Film ist Logan Lucky. Den kennst du bestimmt. Der steht noch auf meiner Watchlist, tatsächlich. Ein Star-Ensemble schlechthin, was ich nicht mitbekommen habe, auch mit Daniel Craig zum Beispiel als Bösewicht, also als einer der Leute, die da was machen. Channing Tatum spielt mit, Adam Driver spielt mit, Katie Holmes, Hilary Swank spielt mit, ganz, ganz viele spielen da mit. 2 Brüder wollen so einen großen Coup landen, sag ich mal, beim NASCAR, wollen irgendwie die Leute Geld abzocken und vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. So, kann man sich angucken, war lustig, war kurzweilig. Daniel Craig spielt einen coolen Charakter. Und von 2017 ist der ist noch gar nicht so alt, ne? 5 Jahre jetzt oder 4,5, sagen wir mal so. Lohnt sich. Wenn er auf der Liste steht, lohnt er sich. Kannst du dir angucken. Ich weiß auch nicht genau, ob Prime oder Netflix, nagelt mich nicht fest. Guckt halt selber nach. Im Zweifel halt einfach mal gucken, ne? Ja, guckt halt selber nach. Weiß ich nicht genau. Den Film, den ich am besten fand, war auch der älteste. Habe ich ohne Trailer auch angemacht, weil ich einfach das Cover gut fand. Und zwar The Big Nothing von 2006. Sagt er dir irgendwas? Nee, wa? Nee, ich habe ihn noch nie gesehen, obwohl Simon Pegg einer meiner Lieblingsdarsteller mitspielt. Und David Swimmer. Genau so sieht's aus. Ja. Ross von Friends spielt mit. Krimikomödie auch. Ja. Ich habe nur das Bild gesehen, habe ihn angemacht und habe zwischendurch ziemlich laut lachen müssen, weil der einfach lustig ist, bisschen schwarzhumorig ist und weil einfach Simon Pegg sich wieder mal selbst spielt, muss ich sagen. Ja. Das schnelle Geld lockt durch Erpressung.
läuft ganz schön aus dem Ruder. Und der Name The Big Nothing ist Programm. Was, wenn ihr das seht, ihr werdet wissen, warum ich das gesagt habe. Es macht wirklich Spaß, rumzurätseln. Natürlich, wenn man schon mal im Leben 5 Filme gesehen hat, weiß man auch, aha, deswegen machen die das und das passiert deswegen und ach, das kommen sie darauf zurück. Ist ja klar, als Filmfan weiß man, dass sich alles auflöst und so weiter und so fort. Da spielt auch übrigens die Ehefrau aus Californication mit. Die spielt da auch mit. Die, wenn du die siehst, weißt du, wer das ist. Sagt mir jetzt nichts, aber du weißt, wer das ist. Ich habe Californication geguckt, ja. Mit dem also, ich glaube sogar alles. Habt ihr alle Staffeln geguckt, Californication? Ich glaube ja. Ich habe alles gesehen. Ich fand das so toll, ihn mal anders zu sehen. So. Aber das spielt auf jeden Fall mit. The Big Nothing, mein Tipp von 2006. Wie gesagt, als großer Simon Pegg-Fan habe ich noch nie was davon gehört. Habe den endlich mal gesehen. Jetzt durch Zufall drüber gestolpert. Ich glaube auch, der war auf Prime. Und ich war begeistert. Ziemlich guter Schnitt, Querschnitt durch verschiedene Filmgenres auch irgendwo. Ne? Ja, völlig, auch verschiedene Zeiten irgendwie, völliges komische, drüber gestolpert überall so und ich werde das mal wieder so einführen, dass ich ab und zu mal wieder einen Film gucke und ich habe alle Filme von dir natürlich sind unten für IMDb in den Shownotes natürlich auch verlinkt. Oh, das ist gut. Du hast auch Filme gesehen, habe ich gehört. Ich habe auch Filme geguckt. Irgendwas hast du mir auch reingeschmissen vorhin bei uns. Erzähl mal. Ich habe 2 Filme geguckt, die schon seit längerem was auf meiner Watchlist stehen. Mhm. Ich kann dir das vielleicht auch mal empfehlen. Und zwar kennst du die App, wie heißt sie? Letterboxd. Letterboxd ist ein quasi Filmtagebuch, dass du führen kannst, wo du Filme bewerten kannst. Ich habe sie dann und dann geguckt, kannst eine Rezension dazu schreiben und so, kannst dir Watchlisten anlegen und so. Bin ich dann verbunden mit anderen darüber? Ja, es ist ein bisschen sozial auch. Man kann sich gegenseitig auch folgen und so. Also, ich kann das ja auch mal in der Shownote. Ich mache da eigentlich regelmäßig darüber, dass ich dann so ein paar Filmchen bewerte und so. Ganz nett. Ja, ich pack das mal in die Shownote mit rein, da kann man sich das ja, kann man sich ja mal angucken, ob man da vielleicht Lust drauf hat. Zu den Filmen, die ich geguckt habe, die standen da auch schon auch drauf und konnte ich runterstreichen. Das ist zum einen Der Leuchtturm. Sagt mir nichts. Genau, der ist mit Robert Pattinson und Willem Dafoe und das sind eigentlich auch die einzigen nennenswerten Schauspieler in diesem Film mitspielen. Okay. Weil es gibt noch mehr, aber das ist eine Handvoll. Pattinson ist doch der Vampir, der jetzt Batman ist, ja? Richtig, genau. Und er zeigt in diesem Film eindeutig mehr, dass er mehr ist als nur der Vampir. Es ist ein Kammerspiel, würde ich fast sagen. Also der ganze Film spielt quasi auf dieser Leuchtturminsel mitten im Nichts zwischen einem älteren Leuchtturmwärter und einem jüngeren, der das zum ersten Mal macht. Mhm. Und wie die beiden so ein wenig der Einsamkeit und dem Wahnsinn gegenseitig verfallen. Passt zu Willem Dafoe. Ich könnte mir schon vorstellen, wie er guckt. Ich glaube, es ist bizarr. Also es ist Kunstfilm, es ist schwarz-weiß und er ist in 4:3. Also er ist nicht 16:9 großformatig, sondern 4:3. Ja, also das ist schon, du könntest quasi eigentlich jedes Bild aus diesem Film rausnehmen, jedes einzelne Bild und als Kunst darstellen in irgendeiner Art und Weise. Der ist neu, ja, der Film? Der ist von 2019, ist der, von 2019. Naja, ist er noch, Also in Zeiten von Corona ist alles... War auch, glaube ich, 1-2 Jahre vor Corona neu für mich. Also ich glaube, der war auch relativ gut bei den Oscars vertreten, tatsächlich. Heißt der auch The Lighthouse dann auf Englisch? The Lighthouse, The Lighthouse. Okay. Genau. Kann man gut gucken, fand ich. Also, es geht knapp 2 Stunden. Mhm. Fand ich, war okay. Mhm. Und es ist halt, also, Robert Pattinson zeigt hier halt wirklich, was er für ein guter Schauspieler ist. Ja, ich bin gespannt. Also eine Steigerung von Glitzern und Vampiren ist immer drin, muss ich sagen. Das ist richtig. Also, gucken wir mal. Also ich habe Robert Pattinson, ich erinnere mich an einen Auftritt bei Harry Potter. Ja, da spielt er auch mit. Das weiß ich, weil ich das ab und zu mal gucken muss, sage ich einfach mal so. Ich bin auch nicht kein Harry Potter-Fan. Also ich finde das ganz drollig manchmal so, aber es hätten auch 3 Teile oder 2 Teile gereicht von Harry Potter, muss ich sagen. Es gibt wohl auch noch so 2-3 andere Filme mit ihm, die irgendwie Wasser für die Elefanten soll auch ganz gut sein. Das ist unser österreichischer Freund, ist da auch mit bei? Ja. Das weiß ich, habe ich aber nie gesehen, aber ich weiß ungefähr so. Aber ich kenne mich auch mit Robert Pattinson
Nicht wirklich. Also es, aber ich finde alles, was, so. Was ich an Bildern von Batman so sehe, finde ich echt gut. Da habe ich richtig Bock drauf. Außer die Länge, der Film geht fast 3 Stunden. Muss oder man über mögen. 3 Stunden. Muss man mögen. Ja. Ja. Genau. Und das andere, was ich geguckt habe, ist based on a true story quasi. Stan und Ollie. Die Verfilmung über die England-Tour, quasi das Letzte, was Dan Laurel und Oliver Hardy gemacht haben. Genau, bei uns als Dick und Doof bekannt in Deutschland. Genau, ne? Genau. Cool. Und die haben, einer meiner Lieblingsschauspieler, John C. Reilly, spielt Oliver Hardy. Okay. Großartig. Ich hätte ihm für die Rolle, also wenn John C. Reilly mal irgendwann einen Oscar verdient hätte, eigentlich dann wäre es für diesen Film meiner Meinung nach gewesen. Er hat Stan gespielt? Er hat Olli gespielt, natürlich. Ah, er ist Olli ein bisschen spielt. Korpulenter, okay. ne? Okay. Und es ist einfach unglaublich, wie er Oliver Hardy ist. Also wirklich in der Mimik, in der Gestik. Nicht jetzt als Dick quasi, ne, als der Film Oliver, aber er ist quasi die ganze Zeit eigentlich Oliver Hardy. Wer hat denn Stan Laurel gespielt? Ich habe von vornherein Steve Coogan. Wer ist denn Steve Coogan? Muss ich gleich mal. Ja. Mir ein Gesicht zu machen. Erzähl mal weiter, ich such mal. Auf jeden Fall waren die beiden ja in das, oh Gott, worum ging es, in welchem Zeitraum ist denn das, der Film? Auf jeden Fall spielt das quasi eigentlich, wo die Schauspielkarrieren der beiden auch schon eigentlich zu Ende sind. So, ne, die, und Oliver Hardy war ja immer jemand, der nichts anbrennen hat lassen, irgendwie mehrfach verheiratet war und irgendwie. Oh, sehen die beiden gut aus. Tut mir leid, muss ich mal reinrufen kurz. Die sehen doch richtig beide gut aus. Ja. Stark. Und die sich so halt so ein Lebemann war halt auch irgendwie so ein bisschen und gesundheitlich angeschlagen war, Probleme hatte mit dem Herzen und alles. Und die beiden wollten aber nochmal ihre Schauspielkarriere nochmal neu ankurbeln. Mhm. Und Stan Laurel hat damals irgendwas verhandelt. Der war ja immer der Kreative von den beiden. Der hat ja die ganzen Sketche geschrieben und alles und Oliver Hardy war ja eigentlich immer nur ausführend Schauspieler. So, der hat ja keine kreativen Ideen tatsächlich so wirklich gehabt. Und Stan Laurel hat Oliver Hardy unter der Vortäuschung, dass er einen Filmproduzenten hat aus Großbritannien, der mit ihm einen Film drehen möchte, nach England gelockt oder nach Großbritannien gelockt, um dort eine Bühnentournee zu machen, um diesen Film dann zu promoten. Mhm. Und dann haben die halt nochmal in ganz vielen Theaterbühnen gespielt in Großbritannien und haben da nochmal so ein bisschen Promo gemacht. Zu diesem Film ist es nie gekommen. Aber sie haben wohl auf dieser Fahrt dieses Drehbuch hat Stan Laurel dafür geschrieben, quasi. Ah, okay. Ja, und das geht so ein bisschen um die Sozialkomponenten zwischen den beiden, dass die auch ja, also was heißt Freunde, waren, also sie waren vor allem Arbeitskollegen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass die jeden Tag irgendwie privat miteinander rumgehangen haben oder so. Jo. Ja. Und das ist eine ziemlich coole Dynamik und John C. Reilly, wie gesagt, als Oliver Hardy ist großartig. Der kommt auch ziemlich, also Stan Laurel, ne, kann man ja auch gut optisch so. Ja. Aber Oliver Hardy sieht schon ziemlich krass aus. So. Also ja. Es ist ziemlich nah rangekommen, so. Also wirklich. Also nicht nur Bart und Haare, sondern auch Mimik. Also ich habe jetzt 2, 3 Fotos vor mir hier. Das ist schon krass. Das ist schon nicht schlecht. Das hat, gibt da bestimmt Maskenausgabe oder was bestimmt davon. Das, also der ist hier, ja, der Film ist ja von 2018, also das ist. Achso, der ist schon wieder. Habt ihr was bekommen? Weißt du das? Haben die was bekommen? Da müsste ich mal jetzt ganz schnell cheaten nebenher. Stan und Ollie haben Auszeichnungen. Golden Globe und sie waren nominiert für den, in der Hauptrolle war John C. Reilly für Boston Society Film Critics und den Golden Globe und den Critics' Choice Award. Aber es gab keine. Gab nichts bei den Oscars irgendwie scheinbar, wo sie nominiert wurden. Okay, schade, aber das ist schon. Ja. Ja. Also es ist so eine Art Auszug aus dem Biopic, oder? Ja, genau. War man das so. Genau, es ist dokumentarisch. Nicht dokumentarisch, aber es ist. Ja, geil. Nicht schlecht. Ja, sehr zu empfehlen. Wo hast du es gesehen, beide Filme? Den Leuchtturm, also The Lighthouse, habe ich auf Prime, aber den habe ich gekauft. Der war günstig zum Leihen.
Und Stan und Ollie ist bei Disney Plus mit drin. Ach, bei Disney Plus. Okay. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir haben eine schnelle Runde gemacht heute. Ja? Mhm. Und ich würde gerade mal eine Pause einschieben. Ist dir das recht? Machen wir eine Pause. Machen wir eine Pause. Ist klar. Bis gleich. Ja, Walter Frosch kurz vor der Pause nach der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber Speise hat wir immer nicht mehr zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. So, zurück aus der Pause sind wir jetzt wieder da. Und wir haben eine neue Rubrik reingepackt zum letzten Mal. Und zwar haben wir Change My Mind reingepackt. Ja, ich habe das Ganze auch ein bisschen online offengelegt. Und zwar haben wir dazu bei Facebook mal gefragt und wir haben auch bei Instagram mal gefragt. Und ja, es kam ganz gut an. Change My Mind, ich wurde aber widerlegt. Ich habe als erstes mal gefragt, Leonardo DiCaprio, gibt es schlechten Filme von DiCaprio oder mit DiCaprio oder ist es ein Garant für gute Filme? Natürlich hat er massenweise gute Filme gemacht. Heutzutage wird er wahrscheinlich auch keinen Scheißfilm mehr machen, auf gut Deutsch. Aber ja, was du auch schon gesagt hast, glaube ich, Basti, und was auch die Zuhörer mehrfach, also wirklich mehrfach geschrieben haben, Critters 3 war absolute Scheiße. Ja? Ich habe diesen Film nie gesehen. Also ich hab ihn mir nochmal angeguckt. Ich habe zwar nicht alles geschafft, weil er wirklich kacke war, ja. Aber ich muss den Zuhörern da vollkommen zustimmen. Ja, Change My Mind ist nicht durchgekommen, ja. Ich nehme es als persönliche Niederlage hin, ja. Dein Mind wurde gechanged. Mein Mind wurde gechanged. Ja, ja, Frechheit eigentlich, aber ich überlege mir wieder was zum nächsten Mal. Aber Basti, du bist dran. Ja. Erzähl was. Und zwar begab es sich, dass eine Band aus Castrop-Rauxel ausgezogen ist, um einen internationalen anzutreten für Deutschland bei einem internationalen Gesangsfestival, auch besser bekannt als Eurovision Song Contest oder früher Grand Prix de Eurodivision de la Chanson, was der sehr viel bessere Name ist. Ja. Und wollte gerne antreten. Also wir reden jetzt natürlich von Eskimo Callboy. Und, ja, und eine Delegation, ich weiß gar nicht, wie die das wollten zustande... bei meinem Grand Prix wollten die antreten. Ja, ja, genau. Und? Sie haben es gewagt, anders zu sein als der restliche Einheitsbrei. Das heißt gut, unterhaltsam, gut, musikalisch, was haben sie gewagt? Sie wollten dabei sein einfach so. Und sie machen, das ist halt eine Metalcore-Band. So. Das ist halt was anderes als irgendwas, wo der geneigte Intendant wahrscheinlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich dahingesetzt hat und dann sich die Teilnehmer anzeigen so... Das ist ja jetzt ja hier nicht hier, dessen Spektrum sich irgendwo zwischen Andreas Burani und Mark Forster bewegt. Das ist aber nicht die Norm hier. Ja. Und das ist ja, kann ja nicht wahr sein, so, ne? Und es hat sich ja in einer jüngeren Vergangenheit auch nicht gezeigt, dass man mit Musik, die anders ist, diesen Grand Prix gewinnen kann. Schön Gruß an Lordi. Hm? Ja. und mit einer Band, die auch ein international mittlerweile durch die Decke geht, auf YouTube Millionen Klicks hat. Nein, die nehmen wir nicht. Die nehmen wir nicht. Also ausgeschlossen. Lasst uns lieber irgendwas mit zwischen Menschen, Leben, Tanzen, Welt nehmen und dann werden wir wieder den vorletzten Platz belegen, weil wir 3 Punkte aus Österreich gekriegt haben oder so. Ja, wenn überhaupt. Ja. Ja, weil die 3 Deutschen, die in Österreich leben, quasi abgestimmt haben. Ja. Aber ich muss gerade kurz intervenieren, bevor du auf Change My Mind kommst, muss ich intervenieren. TSC ist mein Wettbewerb, das ist eins der wenigen Highlights, neben WrestleMania vielleicht noch und vielleicht noch irgendwas anderem. Ja. Der ESC, die WrestleMania, das kleine Mann. Ja, das ist ein Satz, den ich kann nicht zu Ende bringen. Ja. Ich freue mich jedes Jahr darauf, weil das für mich ein Spektakel ist. Das habe ich auch oft genug schon thematisiert hier, glaube ich, in dieser Runde. Gut und schön. Eskimo Callboy steinigt mich. Ich kenne diesen Namen. Ich kenne keine Musik von denen. Ich kann also mir keine Meinung bilden, weder positiv noch negativ. Ich kann nichts dazu sagen. Ja. Ich weiß nur, dass der Voranschein am 4. März ist. Das weiß ich.
Im Mai geht es dann los, europaweit, aber am 4. März ist die Entscheidung. Und ich habe gerade mal, normalerweise ist es so, ich gucke mir keinen Vorentscheid an. Ich gucke mir auch keine Halbfinals an, wenn möglich, vom ESC. Ich gucke mir nur die Hauptshow an, weil das für mich die Sache rund macht. So, ja? Im Vorentscheid habe ich gerade mal eine weltbekannte Suchanfrage gestartet hier im Internet, ja. Suchmaschine angeworfen, Lycos, ja. Und ich habe mal geguckt und da ist auch jemand dabei im Vorentscheid, den ich sehr, sehr mag. Ob ich ihn jetzt noch mag, weiß ich nicht, aber ich habe ihn damals sehr gemacht. Das ist Nico Suave und Team Liebe, ja. Nico Suave in meiner Jugend, ein Hip-Hopper. Und ja, kenne ich natürlich auch, aber. Kennt man, Nico Suave. Ja, es gibt noch mehr. Ich lese ganz kurz vor, wer hier so reingeschneit wurde. Malik Harris, denke ich mal. Felicita Lu, Eros Atomus, keine Ahnung. Teamliebe, Nico Suave, Emily Roberts und ich schätze mal Mael und Jonas, keine Ahnung. Das sind die, die hier noch stehen bei mir. Wer, wo, was, wie, keine Ahnung. Jedenfalls war es so, hat sich begeben, dass Eskimo Callboy jetzt nicht dabei ist. Ja. Weil sie nicht zum Vorentscheid zugelassen wurden. Ja. Sehe ich das richtig? Richtig, weil eine Fachjury aus alten weißen Männern das so entschieden hat. Okay, also nicht mal, sie wurden nicht mal zum Vorentscheid. Also sie, ja. Es ist nicht mal so, also ich weiß diesmal gar nicht, wie es ist. Ob wieder Leute da anrufen können, ob wieder halb und halb ist, ja, Jury und Votes oder wie auch immer, was da so vertreten wird jetzt, wer bestimmt eigentlich genau. In diesem Jahr jetzt, es wird ja alle paar Jahre umgemodelt, wer da antreten darf. Also sie sind nicht mal zum Vorentscheid, also ja. Man hat sich nicht mal zugelassen, richtig. Dass man darüber abstimmen dürfte. Ja. Sehe ich das richtig so? Ja. Das ist ein genau. Skandal. Warum eigentlich nicht? Was stimmt aber nicht. Wo war denn der, ist einfach nicht die Musik oder was? So. Ja, ich gehe mal davon aus. Also es ist halt Metalcore, es ist komplett halt anders als das, was so Radio im Radio-Dudel drauf und runter halt, ne? Leben, ja. Menschen, tanzen, Welt. Und ja, deswegen, und was vielleicht auch noch sein kann, ja. Es ist der Name. Ja, weil, also die Kontext dazu, Eskimo Callboy hat sich Ende 2021 an seine Fans gewandt und hat gesagt, Leute, wir müssen reden. Wir wollen unseren Namen ändern. Weil, obwohl ja Eskimo Callboy ist ja ein E und ein C, wäre ja beim ESC gar nicht so schlecht gewesen. Eskimo fängt ja mit ES an, also ESC passt ja. Das liegt auf der Hand, ja. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass sie sich mit einigen Songs aus ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt haben, die auch weg runtergenommen haben, also die sie nicht mehr spielen werden. Warum? Kannst du mir das erklären, weil was da... Es, diverse Menschen halt beleidigt in irgendeiner Art und Weise, wo es ein bisschen unter die Gürtellinie geht wohl. Also ist und das jetzt, du musst mich ein bisschen aufklären. Ja. Ich bin ja, ich bei der ja Band grad. Nicht so. Ist es eine Band, die also früher war homophob das bisschen, ist? Nein, Band, eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Eine feministische Band? So, nein, wo, gar nicht. Vielleicht also gewalttätige Texte? Ich habe keine Ahnung. Nein, früher, also pass auf, der Kontext noch weiter. Die Band hatte früher einen anderen Sänger. Der hat sich geändert. Und früher war das so ein bisschen so mein Schmerz in mir und so, ich schneide mir die Pulsadern auf, Emo-Stuff. Ach, eine Emo-Gruppe war das vorher. Naja, ich würde das jetzt mal nicht so, das ist ein bisschen pauschal gesagt, so einfach, ne? Okay. Aber es ging viel um so inneren Schmerz und Zerrissenheit. Aber es war auch schon ein bisschen Spaß dabei, so, ne? Okay. Und mittlerweile ist Eskimo Callboy sehr auf der Schiene des Spaßzeugs unterwegs, so. Okay. Und wenn du dir die Musikvideos dazu anguckst, dann weißt du auch, was ich meine. Ich schicke dir mal so ein paar Links dazu zu den Videos. Du kannst dir die ja mal angucken, dann weißt du, wovon ich rede. Also ich habe nur Bilder gesehen und Bilder ist ein bisschen so Fundus von Deichkind-Kostümen oder Frittenbude oder so. So die Ecke, glaube ich, muss man die so anordnen. So. Also die waren sich einfach zu ernst vorher. Sie waren sich früher, also so. Und? Ja, ich würde sagen, sie haben sich selber zu ernst genommen und haben dabei vielleicht ein bisschen die falsche Wortwahl gegriffen manchmal. Und okay, also es ist aber jetzt nicht, also es ist jetzt, also es ist jetzt nicht irgendwas Skandalöses. Nein. Ich glaube, es ist etwas, wo sich wahrscheinlich Menschen dran stoßen würden. So, jetzt nicht mega Brutales, so, wo der geneigte
ich sag jetzt mal, Alman Achim sagen würde, oh, das haben wir doch früher immer so gesagt und solche Sachen. Okay, okay. Okay, ja, dann, genau. dann ich, ja. Es bewegt sich auf demselben Niveau wie der Bandname, so ungefähr dann halt, ne? So, mhm. Und die haben sich jetzt halt dahingesetzt und haben gesagt, so Leute, wir müssen reden, wir wollen unseren Namen ändern. Mhm. Weil wir natürlich auch selbst reflektieren und das ist ja mal ganz wichtig. Und sie mit einer wachsenden Fangemeinde, internationalen Fangemeinde mittlerweile halt auch, USA und so, sind die halt mittlerweile auch gut angekommen schon. Mhm. Und der Name Eskimo ist natürlich belastet, weil er, da haben sie auch ein gutes Video zu gemacht, kann ich auch mal verlinken. Und zwar haben sie sich mit einem Anthropologen, also quasi ein Geschichts-, ein Menschen, der sich mit der Geschichte und mit so Kulturgeschichte, einem dänischen Professor für Kulturgeschichte haben sie sich zusammengesetzt und haben über diese gesprochen. Er hat ein bisschen aufgeklärt, dass das eine, also die Bezeichnung Eskimo für von westlichen, also vor allem aus Europa kam, um Menschen, die halt dort am Polarkreis leben, vor allem in Nordkanada irgendwo halt dann, verschiedene, da hat auch ganz viele unterschiedliche Stämme, das ist ja wie bei den amerikanischen Ureinwohnern, wo es halt, ne, Sioux und das alles, ne, so ganz viele verschiedene Stämme, dort das genauso ist, aber der geneigte Europäer mit der Kolonialisierung einen Gesammelbegriff gebraucht hat für alles. Ja. Um auch so ein bisschen hier exotische Menschen vorzuführen und sonst solche Dinge, ne, und die leben alle in Iglus und das ist alles und so, ne, das ist, also reden wir von einer, also mir ist natürlich Eskimo und die ganze Verwirrung um Inuit und so ist mir natürlich bekannt. Ich lebe ja nur hinterm Mond, ne? Ja. Aber um das mal, also es ist praktisch jetzt, sagen wir mal so, es ist praktisch das N-Wort, ja, als Sammelbegriff, weil es gibt verschiedene, also es ist natürlich eine Beleidigungsänderung, ist ja klar, genau wie Eskimo, aber du meinst jetzt, das ist ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Stämme, Ethnien, die das im Nachhinein eben, weil es natürlich ganz viele Unterschiede gibt, als Beleidigung auffasst werden heutzutage, genau. Ja. Und ich finde, das ist okay, und wenn man sich dann halt als Band darüber selbst reflektiert und das auch nicht einfach nur so plump macht, sondern halt auch ein bisschen Kontext dazu gibt, warum macht man das und so. Das finde ich sehr vernünftig. Und denn es gibt zum Beispiel, also die gehen ja auch bald auf US-Tour tatsächlich. Mhm. Und ein der letzten Amtshandlungen von Barack Obama war tatsächlich, dass der Begriff Eskimo quasi eingestuft wurde als Beleidigung. Also das hat er sozusagen als, ja, das ist quasi halt wie Indianer, wenn man das so dann halt so, ne? Das ist ja. Dann der Konterpart aus den USA sozusagen dazu. Ja. Dass das so halt nicht mehr so im Duden quasi, wenn du so möchtest, so im Wörterbuch als Sammelbegriff so drin steht. Ja. Weil es halt eine Volksgruppe verletzt. So, also sie haben sich halt selbst hingesetzt, haben es reflektiert und haben gesagt, genau. Ja, das ist wahrscheinlich damals lustig gewesen, als wir das gemacht haben. Genau, aber ja, keiner, wir sind halt gemacht. Nicht mehr die Leute von damals, weil wir auch uns selbst anders sehen jetzt als Band an sich auch so. Ja. Gibt es denn jetzt schon einen neuen Namen? Nein. Oder wird was vorgeschlagen? Wie läuft es ab? Das weiß ich nicht. Ach so, es ist doch gar nicht... Kein, nein, es ist nur, dass sie sich damit auseinandersetzen, ihren Namen zu ändern. Genau, und mehr ist es erstmal eigentlich gar nicht. Und ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Punkt ist, dass diese Jury, die das dann sozusagen den Vorentscheid trifft, gesagt hat, es könnte vielleicht, wir wollen hier nicht irgendwie schlafende Riesen wecken, die noch gar nicht da sind eigentlich. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Das hast du natürlich einen Punkt. Ich habe gedacht, das wäre nur die Musik jetzt, ohne die Musik natürlich bewerten zu können. Nein, die Musik ist, ne? Nein, wirklich nicht. Okay. Also daran kann es definitiv nicht liegen, weil es ist Spaß, also es macht Spaß. Ist klar, es ist ein bisschen metaliger, aber es ist sehr witzig. Genau. Also ich habe in der Presse, habe ich wahrgenommen, dass es eine Petition gibt schon von den Fans oder von anderen Leuten, die das scheiße finden, dass man sie vorher aussortiert hat. Ja. Und dass da vielleicht was im Kommen ist. Das habe ich wahrgenommen. Ich habe sonst vom Vorentscheid und was da alles vorher war, das Vorentscheid, habe ich nichts mitbekommen, weil ich mich immer rausnehme, weil ich nur das Endprodukt dann mitnehme als ESC. Okay,
Ja gut, aber sie haben selbst noch nicht gesagt, wann oder wie sie sich umbenennen wollen. Ja, da gibt es noch keinen Zeitpunkt irgendwie so. Sie schauen erstmal. Finde ich gut. Man kann sich mal, also wir reden ja nicht von den Onkels, ja, die sagen irgendwann so, ja, wir sind jetzt nicht mehr rechts, wir sind jetzt links. So, ja. Und das ist jetzt das Statement und deswegen darf man die jetzt toll finden oder was? Ne? Die Scheiße, sowas ist das ja nicht, ne? Also das wollen wir nicht vergleichen. Ne? Genau. So ist es nämlich. Also wenn man sich selbst reflektiert und sagt, Leute, wir sind jetzt Erwachsene, das kann doch nicht so sein, ne? Wir wollen es irgendwie umbenennen so, weil das und das und das und das, finde ich sehr, also auch für so eine Spaßtruppe anscheinend so, finde ich sehr erwachsen und damit kann ich mehr umgehen als mit anderen Sachen. Genau. So. Und die Petition ist unten auch nochmal verlinkt. So, und dann kommen wir jetzt nämlich zu meinem Change My Mind. Ja. Und zwar hätte ich gesagt, sage ich, Change My Mind, wäre Eskimo Callboy für Deutschland beim ESC angetreten, hätte Deutschland den Sieg geholt. Nun frage ich natürlich, wie lösen wir das auf? Ja. Also wir lösen das dahingehend auf, dass ich schicke dir 4 Songs, vier Videos, auf 4, weil wichtig ist sozusagen auch, was auf der Bühne passiert oder was optisch passiert dabei. Mhm. Und du sagst mir dann bei der nächsten Ausgabe, hast du recht. Das können wir machen. Also ich weiß nicht, weißt du den Song, mit dem sie angetreten wären? Ja. Okay. Pump It. Das musst du auf jeden Fall. Genau, der ist unten auf jeden Fall, das Video zu Pump It ist unten in den Shownotes auf jeden Fall drin. Ich glaube, wir haben das Lied auch schon mal bei uns in so. Genau, die ist in der Playlist. Im Clubhouse Megamix drin. Genau, haben wir schon reingepackt schon mal. Natürlich ist es, ohne die Konkurrenz zu kennen jetzt, die in Turin auf uns wartet, ist es natürlich schwer, das zu sagen. Man könnte natürlich Change My Mind machen, mit Eskimo Kolber wären wir weitergekommen als mit den Vertretern, den wir jetzt wählen. So könntest du vielleicht argumentieren. Definitiv. Weil die ohne Konkurrenz zu wissen, ist es natürlich schwer. Nein, es ist einfach ein Fakt, dass wir dann gewonnen hätten. Okay, aber wir können erstmal festhalten, am 4. März ist der deutsche Vorentscheid, dann steht fest, wer für Deutschland nach Turin reist. Ja? Und dann können wir also in der März-Ausgabe auf jeden Fall auflösen, ob Eskimo Callboy für Deutschland zumindest die bessere Wahl als Vertreter gewesen wäre. Ja. Ja, weil ich habe die anderen, ich habe auch Nico Swabe mit Team Liebe noch nicht gehört und gucken wir mal, was die anderen so bringen. Da muss ich mir natürlich alle anhören. Geht natürlich. Muss ich mir die Vorentscheid angucken. Ne? Natürlich seid ihr auch gefragt. Change My Mind ist immer so ein Ding, wo die Zuhörer auch mitdiskutieren können, mit uns fordern können hier. Wie gesagt, Critters haben wir ja schon gesehen, hat gebracht. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Critters ist ein Scheißfilm. Ja, DiCaprio hat auch mal schlechte Entscheidungen getroffen in seinem Leben so. Aber hier trifft Basti natürlich einen Punkt, womit er mich natürlich auch ködert, weil ESC ist ein bisschen so mein kleines. Ja. Ne, mein kleiner Schwachpunkt hier. Und natürlich würde ich gerne, dass Deutschland mal nicht vorletzter oder letzter wird. Ja? Und mal mehr als null oder ich glaube, letztes Mal. Aber da muss man sich auch mal was trauen. Ne? Und ich glaube, dass viel an deutscher Trau Musik belohnt. In den letzten Jahren unglaublich viel weichgespült, also was heißt weichgespült, aber viel more of the same ist. Ist untergegangen in der Masse. Ja, und dass du so sagen. Dass du so. Nee, es geht immer auch, glaube ich, auch eher so um allgemein, was ist in Deutschland so an Musik? Und ich finde, wenn man sich so anguckt, was so in den Charts ist und was so Musik Deutschland produziert in den letzten Jahren, was erfolgreich ist, ist es, muss man sagen, ey, Deutschland hat echt beschissenen Musikgeschmack. Da muss man aber auch sagen, erstens ja, und zweitens muss man auch sagen, du kannst die Charts nicht vergleichen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Subkulturen und Subgenres. Aber ich würde ganz gern, dass die halt auch mal erfolgreich sind. Richtig. Also, ich würde auch gern Turin Deichkind sehen, die einfach mal auf kleinen Trampolins. Das wäre so großartig. Einfach Oma Gipantasche, diesen 30 Sekunden, 50 Sekunden Song einfach zeigt. Das Ding ist, der Deichkind würde dort nur mit einem Song antreten, der kritisch gegenüber dem ESC ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und sie komplett von oben bis unten runterdisst. Und mit Jägermeister um sich schießen und mit Bier um sich schießen, so. Genau. Genau. Ja, gut, okay. Change My Mind. Eskimo Callboy wäre die bessere Variante für auf jeden Fall den Vorentscheid gewesen. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Bestellen wir online auf jeden Fall. Ja, Leute, guckt euch das an, guckt euch den Vorentscheid an, guckt euch diese 4 Videos vielleicht an und entscheidet, ob es besser gewesen wäre, Eskimo Callboy zu nehmen. Oder wie sie auch immer dann irgendwann heißen werden vielleicht. Ja. Ja? So können werden wir sehen, werden wir sehen. Wir werden berichten. Können wir festhalten. Was ich auch festhalten möchte, ist, mein Ajax-Trikot ist angekommen.
Ja. Ich bin stolzer Besitzer eines Eistrikots. Ich habe geguckt, letztes Jahr im September waren sie ja ausverkauft. Da haben ja manche Leute das bestellt. Die haben es dann Ende Januar bekommen, haben sehr lange drauf gewartet. Ich habe im Januar bestellt und im Februar war es da. Bekommen. Hervorragend. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen gewartet, dann war es schon da. Es sieht gut aus. Irgendwann mache ich auch noch ein Foto davon von der ganzen Sache. Es ist jetzt schon eins meiner liebsten Sommerteile, die ich tragen werde, weil ich einfach Bock habe, das Ding nach draußen zu tragen, weil es echt ein schönes Trikot ist. Ja, und was auch angekommen ist, ist deine Shot Mainz-Tasse, die du dir bestellt hast. Ich habe auch schon ein Foto online gestellt davon. Ja. Konnte mich schon bewundern, zumindest auf Instagram. Ja, weil auf Facebook halte ich noch unsere Fotos zurück, weil ich finde, wenn du jetzt nicht mehr auf Facebook bist, deine Fotos zu streuen, wäre ein bisschen lame von mir. Würde ich jetzt nicht so machen. So. Müsste ich dich leider anzeigen und so. Und genau. Auf Instagram könnt ihr alles, was private Fotos ist, könnt ihr reingucken bei uns auf Instagram. Beides beim WTR Clubhaus, wohl Facebook als auch bei Instagram, könnt ihr mal nachgucken. Wo wir jetzt gerade bei Shot Mainz sind. Ja? Ja. Dein neuer Lieblingszweiter Verein. Ja? Du hast ja ein Tippspiel gegen Shot Mainz getippt. Immer. Ja? Und meiner einer hat ja gegen Sonnenhof Groß-Asbach und für Schott Mainz getippt. Du hast natürlich, mach du einfach dein Baby hier. Mach mal Tippspielauswertung. Was lief? Erzähl mal. Also, wir fangen mit der schlechten Nachricht an. Und zwar auch für uns natürlich, weil wir ja eigentlich mal gehofft hatten, dass uns mal seit Jahren, natürlich tatsächlich, ist kein Witz, seit Jahren mal wieder persönlich so auf ein Bier treffen. Ja. Project Nova 3 ist leider because of Corona, also wegen Corona-Verordnung, in the water gefallen. Man hätte vor 10 Zuschauern veranstalten können, hat man sich dann gegen entschieden. Ja. Ja. Die Alternative ist jetzt, man hat im Rahmen von den GWF-Geschichten, hat man, ich glaube, am Vormittag oder so, hat man Sachen aufgenommen und bringt jetzt eine 6-teilige Miniserie raus irgendwie. Oh. Ja. Okay. Habe ich heute gerade, ganz kurz bevor wir podcasten haben, wurde das irgendwie auf Instagram, habe ich das gesehen, hat es Virgil geteilt und hat sich bei Franz bedankt. Kann man sich ja auch tatsächlich nur eigentlich. Bester Mann in überhaupt. Ja, sowohl Virgil als auch Franz, muss ich dazu sagen. Was Virgil so die letzten Jahre so gerissen hat, in Berlin hier im Wrestling-Bereich, als vom stumpfen Bier in der Hand und rumpöbeln bis die ganze Bude rocken, muss ich echt sagen, hat mir Spaß gemacht bis jetzt. So. Ja. Er macht da einiges so, geht da drin auf. Ich freue mich für den Typen total, dass er einfach was auf die Beine stellt und dass die GWF auch ein Stück weit verjüngt wurde dadurch. Ja. Auch natürlich auch durch Franz und ganz viele andere Leute im Hintergrund, die wir jetzt einfach mal nicht nennen, sonst wird die Liste zu lang. Ja. Schöne Grüße auf jeden Fall. Basti, weißt du denn, wo und wann man das sehen kann? YouTube wird es wahrscheinlich das Medium der Wahl sein, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Wann so genau, weiß ich noch nicht, wann das losgeht. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall mal teilen, genau, wenn wir das so genau wissen. Ne? Dadurch sind natürlich 2 Tipps ins Wasser gefallen. Und zwar, ob Chris Opus endlich sein erstes Match gewinnt und wer gewinnt Kielzeit oder Bite of Baklava. Ja. Dadurch beides nicht gewertet. Haben wir gestrichen erstmal, weil wir nicht wissen, ob das nun gefilmt wurde oder ob das später kommt und so. Wir wollen ja auch nicht warten. Richtig. Wir wollen ja die Punkte so verteilen. Richtig, richtig. Nicht, dass dann auf einmal weil dann das nachgeholt wurde im August und dann auf einmal Willi doch Erster ist und das will ja keiner. So. Ja. Stattdessen gab es noch ein bisschen was vom Rumble zum Tippen, beim königlichen Gerumpel. Und zwar, wann kommt Johnny Knoxville in den Ring? Zu früh. Zu früh. Ich glaube, 2 zu früh gekommen oder so. Das dumme Schwein. Das tut mir leid. Ich habe mich so geärgert. Ich habe es natürlich. Aber ich habe es ja fast richtig gecallt, bis auf, dass er von dicken, großen Männern verprügelt wurde. Schade, dass Gunther nicht da war. Ja. Gunther. Hashtag Free Walter. Oder Water. Water. Gunther. Ja, was kam da rein? Als 8. oder so? 9. Der Johnny noch? 9. sogar noch. Okay, also ich hab wirklich gedacht so, scheiße, jetzt ist er da. Mist, ey. Naja. Ja. Dann hatten wir, ob Braun Breaker sein Debüt im Main-Roster feiern würde als Teilnehmer des Royal Rumbles, aber man scheint auf NXT nicht mehr zu setzen in dem Bereich, sondern jetzt tatsächlich so sagen, das ist jetzt richtig hart getrennt voneinander. Wir haben beide gesagt, natürlich ist er dabei. Das ist ein No-Brainer. Wie denn sonst? Ja. Allein, dass er
Borg Laser gegenüber tritt und so. Das, das wäre schon. So mal so für die Zukunft anteasern Dinge. Ja. Ist nicht. Und dann hatten wir noch die Frage, wer kehrt im Rumble zurück? Wir hatten als Auswahl Bayley, Asuka, Ronda Rousey, zwei von dreien, keine. Und wir hätten auch bei zwei von dreien, gab es ja noch die Nachfrage, ob, wenn er sagen würde, alle drei kommen zurück, dann nimm zwei von drei, das zählt auch quasi. Dann wäre das nächste natürlich zwei von drei gewesen. Das ist ja erlogen irgendwie so. Ne? Richtig. Also, aber nächstes Mal, wir grübeln nächstes Mal genauer nach, damit wirklich aller. Ich will jetzt nicht sagen, idiotensicher ist so, weil ich will ja keinen beleidigen. Ne? Ja. Aber ihr wisst, aber die Einzelheiten sind schon richtig. Wir müssen es idiotensicher machen. Ich habe es schon gemerkt. Also, wir müssen gucken, wer hier mit tippt. Ja, nein, kein Quatsch. Inklusives Tippspiel. Quatsch, nein, alles gut. Aber es ist nur eine Dame zurückgekehrt und hat natürlich auch gewonnen, Ronda Rousey. Ja, die schlechteste Version von allen dreien, die schlechteste Variante ist eingetreten. Ronda Rousey kommt zurück. Ach, scheiß doch drauf, so. Ich guck's zwar nicht, aber ich freue mich. Ich sag nur Waschbär, hab keine Lust drauf. Keine Lust. Ich finde es doof. Ich finde es einfach doof. Die kommt einfach, ich habe gesagt, vorher gab es ein Interview, da hat sie gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich unter Vertrag bin. Da war schon klar, sie kommt zurück. Ne? Gewinnt das Ding, wird WrestleMania, weiß ich nicht, gegen Charlotte oder ich habe, ist mir auch egal. Ja. Ja. Vielleicht kannst du dich ja dann freuen, wenn in Saudi-Arabien Cody Rhodes zurückkehrt als Teilnehmer der Elimination Chamber und dann Roman Reigns bei WrestleMania den Titel abnimmt. Ja, wir haben brandneu, sag ich schon, brandheißes News, mir bluten nur die Pfoten davon. Habe ich vorhin gesehen, Tony Khan sagt, ja, Cody und, wie heißt seine, Mandy? Brandy, der Weinbrand, sind jetzt frei von AEW und gehen jetzt irgendwo hin, wahrscheinlich gehen sie nach Japan oder gehen für zwei Matches zu MLW oder Impact oder keine Ahnung. Ja. WWE wird es wohl nicht werden, außer es ist Stardust und dann ist Brandy. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit einer Zigarre? Vielleicht ist sie Glitzy oder so, ich weiß nicht. Glitzy. Irgendwas kommt da noch. Ich will sie bei der WWE, ich will Cody Rhodes eigentlich gar nicht sehen. So. Also. Aber ich will mich auch nicht mit irgendwelchen Fans wieder anlegen, so kriege ich wieder bösen Brief oder so. Muss auch nicht sein. Ich glaube, die Meinung ist da ziemlich einhellig und ich glaube, auch bei unseren AEW-Reviews hat keiner, auch wirklich niemand, Interesse daran gehabt, Cody Rhodes zu sehen. So, das ist, ich sag mal so, wenn wir nächstes Jahr im Royal Rumble Goldust als kleinen Special Interest sehen, freue ich mich mehr. Mindestens dreimal so viel, als wenn ich Cody Rhodes sehe. Ja. Ja? Da reicht mir schon das blöde Tattoo zu sehen, da fasse ich mir schon an den Kopf. Aber gut. Vielleicht nimmt er ja auch Armed Anderson noch mit zur WWE. Du? Dann, ja. Dann kann er da Leuten mit der Knarre drohen. Wir wollen aber festhalten, dass ich mindestens drei Punkte habe, denn wir kriegen ja mindestens drei Punkte pro richtigen Tipp. Wir sind ja in der dritten Staffel. Drei. Shot Mainz hat gewonnen, würde ich nochmal sagen. Ja, ich hab wenigstens drei Punkte habe ich. Was hast du eigentlich? Und der Rest, erzähl mal. Also, es gab ja, genau, Shot Mainz hat gewonnen. Ich habe ja auch nur gegen sie getippt, damit sie motivierter sind. So. Damit sie zeigen, hat geklappt. Sie haben 1-0 gewonnen. Der amtierende Berlin-Champion hat ein Tor geschossen. Ich habe es dir noch geschrieben. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Aber gut, jetzt googelt bitte den amtierenden Berlin-Champion und dann feiert uns für diese Aussage. Danke. Ja, danke. So, auf jeden Fall gab es dann insgesamt, hätte es 3, 6, 9, 12 Punkte gegeben. Ja. Maximal die Hälfte wurde tatsächlich von Menschen erreicht. Und zwar haben wir aktuell 6 Erstplatzierte. Wow. Ja, der Ausgestoßene, der Damien, Luke, unser Chef persönlich, Matze, Samhain 6 und Sir Darken. Seedrakon. Kontaktiere uns. Erzähl uns, was das soll. Genau. Auf jeden Fall alle mit 6 Punkten. Und nochmal 0,17 Punkte für den Tippspielsieg, also für den Tagessieg. Ja. Und danach folgen ganz viele auf Platz 7, geteilten Platz 7 mit 3 Punkten. Unter anderem Willi und ich. Ja. Ja. Und ansonsten gibt es noch 0 Punkte Menschen. Ja. Komplette Loser.
Ja, den haben wir da, den Macho-Man-Fan. Philly, das Orakel, hat einfach gar nicht getippt, der Trottel. Ja. Müssen wir nochmal anrufen vielleicht. Die anderen, Willi Svenner, es hat auch nichts gerissen irgendwie. Walk of Elias, also manche kennen wir ja schon vom WTR-Tippspiel hier. Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass viele, viele sich angemeldet haben, viele, viele mittippen. Ich grüße jeden Einzelnen von euch. Ja. Dürfen noch gerne noch mehr werden. Außer Philly. Macht mit, wir haben wieder ein buntes, ein Potpourri hier, ein Blumenpflücken für euch vorbereitet. Hier ein bisschen Man muss kein Wrestling-Wissen mehr haben dafür, um mich hier mitmachen zu können. Nö, wir würfeln auch nur noch. Wie die WWE. Wir gucken einfach mal. Vielen Dank, dass du mitmachst. Basti, was mir gerade auffällt. Ja. Was steht dies Jahr auf dem Spiel zwischen uns beiden? Also Weinflasche und so ein kleines Goodie-Paket habe ich ja zusammengeklöppelt für dich, ja? Ja. Darf ich Ende der Woche hoffentlich losschicken? Worum geht's? Also wie willst du dich wieder bereichern Ende des Jahres an mir? Was möchtest du von mir haben? Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung so wirklich darüber. Gar keine Ahnung? Nee. Aber ich hätte einfach tatsächlich gesagt, wir legen einen Wert fest und da gibt es ein Überraschungspaket. Oh ja, das muss können wir zusammengestellt werden für den anderen. Das können wir auch machen. Oder, also das behalten wir auf jeden Fall in der Hinterhand schon mal. Ja. Da müssen wir ein bisschen mit ich nehme in letzter Zeit übrigens ganz oft die Redewendung, oh, da muss ich noch ein bisschen mit schwanger gehen. Mit dem Gedanken. Ja? Ja. Kennst du das? Also, da geht ja, das kenne ganz ich. Oft so. Da muss ich über nachdenken. Und was ich letztens im Fernsehen gehört habe, in irgendeinem von den vier Filmen, die ich vorgeschlagen habe, ja, damit ziehst du aber auch keine Wurst vom Teller. Was ich sehr, sehr lustig fand. Habe ich ein paar Mal benutzt, finde ich sehr gut. Zieht man keine Wurst mit vom Teller. Geil, oder? Überlegen wir noch. Ansonsten schreibt uns gerne mal, was man vielleicht auf dem Spiel, also zwischen mir und Basti, oder zwischen Basti und mir, entschuldige ich bitte, steht ja auch was auf dem Spiel. Den Wein hat er schon gewonnen. Wie er sich wieder bereichert, werden wir ja sehen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Oder wir machen das mit dem Betrag. Da müssen wir noch ein bisschen über nachdenken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Das geht ja noch ein bisschen. Ne? So ein klassisches Präsentkorb. Ja, wir gucken mal. Also es muss auch verschickbar sein, denn wir treffen uns ja irgendwie nicht mehr. Corona hat ja was dagegen irgendwie. Irgendwie weiß ich nicht. Obwohl es dies ja noch es soll, es soll manchmal nicht sein, ne? Ja. Also wir lästern noch und irgendwann gibt es wieder unser Sommerfest hoffentlich und dann sehen wir uns auf jeden Fall mal wieder. Ich denke. Ne? Ich hoffe doch. Ich will die ganze Community mal wieder sehen. Wir haben so viele Leute, die wir ganz schön, also auch vom Team, wir haben ja ganz viele Leute gar nicht mehr gesehen. So. Und ich bin wirklich interessiert, was so passiert ist. Wir kennen es ja auch schon ein paar Jährchen. Also. Na gut. Tippspiel haben wir. Nur haben wir natürlich vergessen, einzustreuen. Unsere Tipps. Ich wollte ja schon anfangen. Ja. Und zwar wollte ich einmal nochmal betonen, dass ich Fan von Werder Bremen bin und dass wir von 7 Spielen 7 gewonnen haben, dass wir Hansa Rostock, auch sehr bei mir im Herzen natürlich, als Typ aus MacPom und auch ehemaliger in Rostock gewohnt und so, haben wir auch 2-1 besiegt. Schöne Grüße an meinen Kumpel, der Hansa-Fan ist so. Bremen steht echt gut da. Ja? Und ich würde einfach mal ins Tippspiel hauen, für alle, also auch einfache Punkte, auch für die, die sich nicht mit Fußball auskennen, ja. In 2 Spieltagen spielt der HIV, und ich habe bewusst HIV gesagt, gegen Werder Bremen. Und ich würde gerne das als ersten Tippspiel Punkt mit reinnehmen. Leicht verdiente Punkte für alle. Mhm. Ja, ich würde sagen, ich tippe auf Bremen. Basti. Ja, man muss ja mal dann doch noch eins festhalten, und zwar ist es ja immer noch Hamburg, Hannover, Bielefeld. Ja. Bis in den Tod. Es gibt diesen Spruch Hamburg, Hannover, bis in den Tod. Okay. Ich dachte Hamburg, Hannover, Bielefeld, wen interessiert's? Nein, okay. Ein Ort gibt's auch gar nicht. Das ist frei erfunden. Und es ist nicht Hamburg. Okay. Also ich würde eher zu St. Pauli halten als zu Hamburg, also als HSV wahrscheinlich. Muss ich als Rostock-Befürworter muss ich auch trotzdem auch Pauli vor HSV ziehen. Ja, also Willi tippt Bremen. Ja, da muss ich natürlich dagegen halten. Man kann so unentschieden tippen, also. Stimmt, das geht ja auch noch. Nee, ich sehe da einen Sieg von Hamburg. Ich sehe einen Sieg von Hamburg. Oh, da macht sie einer unbeliebt. Oh, ob ich den Wein noch verschicke? Oh, weiß ich nicht. Na gut, okay. Dann ist ein bisschen Feuer drin. Finde ich gut. Also gut, kein Wein für Basti. Okay. Gut, ja, ist notiert. Haben wir noch was? Wir haben ein bisschen rumgewürfelt, haben wir schon gesagt beim Tippspiel. Ja. Ich würde das zweite auch nochmal reinschmeißen, was ich mir so überlegt habe. Ja, ja, hau raus. Aber eigentlich müsstest du das vorlesen. Du kannst ja viel besser Englisch betonen als ich. Am 27. ist nicht nur der HIV gegen Werder Bremen. Am 27.02. ist auch die globale Erwärmung. Ja. Ja.
Die GWF in Berlin veranstaltet. Ja, tut mir leid. Ja, okay. Ich bin ein bisschen ernst jetzt. Golden Chance, Four-Way-Match. Rambo, unser bester Mann. Ja. Ja. Gegen Erkan, Tony Harding und Itouch Bahar. Four-Way-Dance. Golden Chance war immer, wer das denn gewinnt, kann auf den Titel seiner Wahl ein Match fordern. Ist das noch richtig? I believe so. Ich glaube, es war auf jeden Titel. Ja. Glaube ich, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Kannst auch den Loserweight-Champion herausfordern. Kannst auch den Loserweight. Dann bist du zwar ein Loser, aber ist ja dein Gürtel, so wie du willst übrigens. Achso, ich werde übrigens noch ein Bild posten von mir und dem aktuellen Loserweight-Champion natürlich. Habe ich noch gar nicht gepostet. Schmeiße ich bald mal rein die nächsten 2-3 Tage. Guckt einfach mal bei Instagram und dann werdet ihr das schon sehen. Was tippst du? Also ich würde auf 2 Leute tippen. Mhm. Also irgendwie. Rambo ist für mich immer, ein Kandidat, sowas zu gewinnen. Mhm. Ich würde gerne eigentlich Itouch sehen als Sieger. Mhm. Das wäre so mein Wunschsieger, nennen wir es mal so. Ja. Und die realistische Chance, und so wie es wahrscheinlich passieren wird, sage ich, muss ich dann, und ich möchte ja Punkte machen, ne? Dann Erkan. Erkan. Wirklich? Erkan gewinnen. Er kann gar nichts, das weißt du doch. Ja, er kann sehr, sehr nett sein. Punkt. Wirklich nimmst du Erkan. Also ja, weil Tischer ist ja Champion und hat ja Bones den Titel abgenommen und so. Also man, dass es mal rein logisch, storytechnisch dran geht, dann ist ja jetzt der nächste Blutsbruder dran, den Orlando Titel nach Hause zu holen. Orlando war schon World Champion. Ja. Wäre Erkan dran? Tarkan war es auch schon. Tarkan und Bones sind ja gerade im Tag-Team-Bereich unterwegs und wollen auch die Titel haben jetzt. Die Frage ist ja, also ist ja, ob also der Lion King ist ja ein Blutsbruder. Ist er das oder ist er das nicht? Er hat sich auf jeden Fall untergeordnet, würde ich sagen. Ja, aber ein Löwe ordnet sich ja nicht unter. Was mir das Herz auch bricht. Ja. Aber ja, Orlando hat sich auch untergeordnet. Orlando war eigentlich immer mein Lieblingskämpfer. Ja. Ja. Ja, also ich würde es natürlich Erkan gönnen. Ich finde, Erkan kann gern World Champion werden. Finde ich wirklich, meine ich wirklich ernst. Es ging mir jetzt erstmal, es geht ja nicht darum, ob Erkan World Champion wird, sondern es geht ja nur darum, wer dieses realistisch von der Story her dieses Match gewinnt. Und da sage ich ganz klar Erkan. Okay, dann sage ich von der Story, ich würde mir wünschen, dass Rambo irgendwas reißt. Ja, das ist ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Für Itouch ist es zu früh. Itouch kann gern Ende des Jahres ein bisschen was machen. Ja, aber der ist in der Riege angekommen. Das finde ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja. Ich glaube aber, Tony reißt das Ding und kriegt sein Rückmatch für den Berlin-Title. Aber warum, da frage ich mich immer, warum solltest du, wenn du so eine Chance kriegst, ne, warum solltest du auf den zweiten Titel gehen? Und dann sage ich dir mit einem Wort, erkläre ich dir alles und sage Wrestling. Make no sense to me, aber okay. Tony ist der perfekte Berlin-Champion. Ja. Ich möchte die Nummer 2 sein. Nein, ich glaube, das mit Tony ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, Tony ist richtig gut als Berlin Champion. Tony muss doch noch irgendwelche Gesangswettbewerbe bestimmt oder so gewinnen. Ist mir egal, ich will einfach Tony sehen hier. Ja. Okay, so, ich verstehe. Bin Tony-Fan. Ich bin seit ich den damals mit Ronaldo. Ronaldo, dankeschön. Ach, sorry, ey, Wortfilmstor. Es ist schon spät, man muss sagen, wir haben jetzt gleich 9:30. Es ist schon spät. Als ich mit Ronaldo das Tag-Team gesehen habe, habe ich gesagt, Tony reißt was, der ist eigentlich Babyface, jetzt ist er natürlich Heel. Ich finde ihn aber gut. Die Urgewalt, ich mag das, was er so darstellt gerade so. Ich finde dieses Promo-Halten auch ganz geil so. Er findet sich auch selber geil in der Heel-Rolle, glaube ich, was die Sache noch lustiger macht irgendwie. Von daher sage ich, Tony, gib mir das Ding. So, ich tippe auf Tony. Bitte notieren Sie, Herr Mecker. Notiert, ist notiert. Jo. Dann ist noch was du jetzt vorstellen darfst vielleicht. Und das ist am 5.3. Oh. Und zwar schauen wir von der Hauptstadt, gehen in die andere Catch-Hochburg Deutschlands, und zwar ins Ruhrgebiet. Mhm. Und dort findet das Karat mal wieder statt. 16 Karat Gold. Und da, glaube ich, noch nicht alle Teilnehmer feststehen, haben wir gesagt, wir tippen nicht auf den Sieger des Turniers oder so, ist ja auch große Auswahl. Aber wir tippen auf
am Dienst, zweiten Tag findet ja immer traditionell das WXW Unified World Title Match statt. Und diesmal ist es ein Four-Way Dance, der ja überall antretende, überall Champion seiende Axel Tischer. Das war sehr negativ ausgedrückt. Das war aber gar nicht so gemeint. Wenn jetzt jemand der Hörer an meinem Tisch sitzen würde, würde er gerade Basti lachen sehen über die Kamera. Das war gar nicht so gemeint. Das war eigentlich. Ich weiß, was du meinst. Ja. Kommt aus den USA, wird hier alles weggelobt und kriegt ja alles zugeschmissen und so. Aber er ist auch ein Name. Er ist auch ein Name und er steht für was. Und ich finde es absolut in Ordnung, dass er jetzt erstmal die ganze deutsche Wrestling-Szene erstmal ein bisschen hochpumpt. Finde ich völlig in Ordnung. Ja. Fragt sie nur, muss das überall so sein? Muss das storymäßig auch überall so sein? Und wie lange ist das Ganze so? Da wäre so, Axel Tischer, Punkt. Ich bin jetzt ruhig. Wie sind die Herausforderer? Ja, Axel Tischer, der X-Man, verteidigt seinen Titel und zwar gegen den Franzosen Tristan Archer. Gegen die Urgewalt aus den Niederlanden, Jörn Simmons. Und den Prinz der Sterne. Das Geschenk des Himmels. Aus dem Himmelsschloss. Aus dem Himmelsschloss. Auch mit Frauen. Levaniel. Mein absoluter, ich will gar nicht Lieblings-Newcomer oder sowas sagen. Für mich ist Levaniel der feste so Größe, aber Levaniel. Ich habe auch ein bisschen, als ich Herr der Ringe geguckt habe, musste ich auch an Levaniel denken. Und meine Freundin sagt auch, guck mal, der sieht aus wie Levaniel. Also da ist es auch schon angekommen. Viel, viel Liebe an Levaniel. Ich tippe trotzdem auf Last Chance. Also, ne? Ich tippe trotzdem auf Axel Tischer. So, aber viel, viel Liebe auf den auf jeden Fall. Ich mag den richtig gern. Ich hoffe, wir sehen noch ganz, ganz viel von dem. Ich mag den einfach, weil der einfach in der Rolle bleibt. So wie ein Pascal Spalter auch nie seine Rolle verlassen würde, ist Levaniel einfach in dieser Rolle gefangen. Und ich meine das total positiv. Ja. Aber der X-Men macht's. Deutschlands Antwort auf Goldust. Levaniel ist einfach großartig. Und Levaniel wird bestimmt auch eines Tages WXW Unified World Champion werden. Ich hoffe es. Das ist für mich eigentlich in Stein gemeißelt. Liebe, hier, ich forme ein Herz, ne? Liebe. Oh, das wäre auch ein tolles Bild für den Valentinstag gewesen. Ein Bild von Levaniel. Nächstes Liebe. Jahr. Nur Liebe. Nächstes Jahr mit Titel. Ja, nächstes Jahr dann mit Titel. Ich habe ja immer noch ein Pad. Pass auf, ich sehe dich in der Kamera und ich würde sagen, du würdest höchstens auf Jörn Simmons tippen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja immer noch so einen. Kenne ich doch. An Jörn Simmons gefressen. Ne? Ich finde den ja auch großartig. Ach komm, weißt du was? Einfach just for the lols und weil ich dagegen tippen will, tippe ich auf Jörn Simmons. Finde ich gut. Ich war auch kurz davor. Aber ich glaube, die Tischerzeit ist noch nicht vorbei. Und wenn dann ein anderer gewinnen sollte, wäre es halt Jörn Simmons. So, für mich auch klar. So. Aber gut, dass du dich traust. Ich wusste auch, dass du das sagst. Ich habe es genau in deinem Blick gesehen, dass du kurz auf Jurum. Ja, finde ich gut. Also haben wir hier einen Deutschen gegen den, wo ist Archer her? Frankreich. Einen Deutschen, einen Franzosen, einen Holländer, also Niederländer und jemanden aus dem Himmel. Und einen aus dem Himmel, aus dem Himmelsreich. Okay. Ja. Wir haben aber nicht nur diese drei Sachen, wir haben auch noch einen vierten Tipp. Genau, einen Tipp haben wir noch und zwar was ganz anderes. Was ganz anderes für Leute, die überhaupt nichts mit Wrestling oder Fußball oder irgendwas zu tun haben. Ja. Sondern eher auf Filme stehen vielleicht. Ja. Aber wir schlagen die Brücke zum Wrestling, Leute. Das ist ja der Coup an der ganzen Geschichte. Mhm. Und zwar ich weiß gar nicht, wann sie jetzt genau stattfinden. Das ist schlecht. Das ist ja sehr schlecht, gut vorbereitet. Noch nicht die Academy Awards statt, sondern erstmal die Screen Actors Guild Awards statt die SAG Awards. Und unter anderem gibt es dort Kategorien, die es ja so da geht es ja um die schauspielerische Leistung tatsächlich, statt um Einnahmen, irgendwas, sondern es geht um Kunst. Es geht um Kunst. So. Und eine große Kunst ist die der Stuntperson, nennen wir es mal so. Der immer seinen Arsch irgendwie hinhält. Und wie kommen wir jetzt zum Wrestling? Es sind quasi eigentlich Wrestler nominiert in dieser Kategorie. Und wir tippen nämlich die Kategorie Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble. Also
das gesamte Stunt-Ensemble ist quasi nominiert für die besten choreografierten Stunt-Szenen in einem Film. Mhm. Und nominiert sind der Film Black Widow, Dune, No Time to Die, hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, mhm, und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und jetzt, Obacht, nominiert ebenfalls The Matrix Resurrections. The Matrix Resurrections. Das genau. Ist der vierte Teil der Matrix? Das ist der vierte Teil. Es ist ein Reboot der Matrix, glaube ich. Aber ich habe den Film nicht gesehen, aber es ist ein vierter Matrix-Film. Ja. Fertig. So, und dort waren einige Leute aus Berlin von der GWF Stunt-Leute. Also zumindest weiß ich, habe ich Ahmed Scher gesehen. Mhm. Und Peter Bojic war, glaube ich, habe ich da gesehen. Echt, Peter war auch da? Bei? Peter war da, habe ich. Grüße gehen raus, mein Freund Peter. Ha, ja. Wusste ich gar nicht. Guck mal. Ja. Und wir wollen von euch wissen, wer gewinnt den Preis für Outstanding Action Performance bei a Stunt Ensemble? Ja. Könnt ihr euch jetzt entscheiden, welchen Film ihr da gerne sehen wollt. Und dann würde ich einfach mal mich dreist dazwischen schummeln und sagen, ich sage No Time to Die. Das wollte ich auch sagen, aber ja, mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Ich wollte auch der Spielverderber sein und sagen, No Time to Die mache ich jetzt aber nicht. Ich nehme Matrix. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich nehme trotzdem Matrix. Ich möchte die Fackel, ich sage bewusst nicht Stange, ich möchte die Fackel halten hier für unsere Berliner Freunde hier von der GWF. Und ich möchte einfach, dass das belohnt wird. Da. Ich habe die Filme alle nicht gesehen, außer No Time to Die. Da haben wir schon drüber gesprochen letztes Mal, da passt sie völlig recht. Ich hätte fast auch, wenn du jetzt Matrix genommen hättest, hätte ich jetzt No Time to Die genommen. Aber ich nehme jetzt Matrix. So. Einfach, weil ich möchte, dass die gewinnen. Und weil ich die anderen Tipps sowieso besser habe als du, ist das doch egal. Von daher nehme ich Matrix. Bitte notieren Sie Matrix für mich. Es ist notiert. So. Und jetzt seid ihr am Zug, ihr habt jetzt mitbekommen, 3 der 4 Tipps finden bereits am 27. Februar statt. Das heißt, wenn die Ausgabe rauskommt, habt ihr ungefähr eine Woche Zeit, das zu tippen. Ich würde sollte auch sagen, machbar sein. Ich würde sagen, Basti, kann man 26. um 0 Uhr das Ding zumachen? Zumachen? Oder? Klar. Kannst du das so einrichten, dass am 27., ich weiß ja leider nicht, wann was hier... Am 26., sagen wir mal, die Umfrage schließt am 26. um 23.59 Uhr. Was hältst du davon? Ja, ich weiß ja nicht, wann die hier veranstalten, die Ach so! Das kann ja überspringen, das ist ja hier... Das ist jetzt natürlich fatal! Verstehst du? So. Fatal! Das müsste in der Nacht ja dann irgendwann vom 26. auf den 7. Es ist ein Sonntag. Es ist ein Sonntag. Also von Sonntag Samstag Nacht zu Sonntag wahrscheinlich denn. I don't know really. Verdammt. Und werden das nochmal kommunizieren entsprechend. Genau. Auf jeden Fall, lasst euch nicht zu viel Zeit. Der Basti bereitet alles vor, dass wenn die Ausgabe rauskommt, dass man vielleicht sogar dann schon tippen kann. Und dass man da nichts verliert. Also 3 von diesen 4 Dingern finden am 27., wenn ich es richtig gesehen habe, statt. Und für jedes gibt es 3 Punkte. Ne? Und ihr habt ja gesehen, so viel wurde noch nicht gepunktet bei uns am ersten Spieltag. Von daher, lasst euch nicht lumpen. Vielleicht macht Philly auch wieder mit, wenn er denn den Weg zum Laptop, vom PC findet. Und ja, tippt mit, Basti. Ne? Hammer. Basti, ich habe hier noch ein Thema, bevor wir nochmal in die letzte Pause gehen. Und zwar wolltest du hast letztes Mal von Wordle oder wie auch immer dieses hieß gesprochen. Ja? Genau. Da gibt es ein Update, da gibt es Neuigkeiten, da gibt es irgendwas, was du noch sagen wolltest, was du noch erweitern wolltest oder so. Ja. Was waren das? Also, es gibt Neuigkeiten erstmal grundsätzlich zu Wordle. Ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Mal das erklärt? Ich glaube ja, so wie es so funktioniert. Und wo es herkommt und so. Es wurde mittlerweile dem Erfinder von Wordle wurde das Ganze abgekauft, die Rechte daran. Die New York Times hat sich das für einen Millionenbetrag, hat ihm dieses Spiel abgekauft. Mhm. Und aktuell ist es noch frei zur Verfügung, hat die New York Times gesagt. Also wahrscheinlich wird es irgendwann im Laufe des Jahres hinter einer Paywall verschwinden. Mhm. Aber es gibt mittlerweile Klone davon und es gibt mittlerweile auch ein deutsches Wordle, also du kannst auch deutsche Wörter jetzt errätseln. Mhm. Link dazu geht natürlich unten in die Shownotes. Und was auch ganz neu ist, Wordeln
Und zwar bekommst du dort den Umriss von einem Land. Also quasi die Außen, die Grenzen. So, ne? Ach, für World. 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 Hab ich verstanden. Ein Wortwitz, der nur schriftlich klappt. Richtig. Ich hab's gestellt. Und du kriegst den Umriss halt von dem Land und dann musst du guessen, welches Land das ist, also raten. Und dann kriegst du eine prozentuale Anzahl, wie nah du an dem Land dran bist und hast 5 Versuche insgesamt dafür. Das ist, ach nee, es geht nur um den Umriss, ja? Genau. Du musst am Umriss erkennen, welches Land das ist. Und wenn du dann sagst, was ich zum Beispiel, du hast, das hatte ich jetzt zum Beispiel, es war Tschechien, war es die Tage, und ich habe Ungarn eingegeben. Mhm. Dann kriegst du eine Auswertung von 99%. Das heißt also, es muss ein Land sein, was dann um das andere Land herum ist. Ach so. Ja. Oh, das. Ich hoffe, Jan hört die Folge hier und spitzt die Ohren. Das wäre mal sehr interessant für eine Wissenmacht-Ausgabe, muss ich sagen. Wie das umgesetzt werden kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Dafür ist Jan zuständig. Aber ich finde das sehr interessant, muss ich sagen. Das klingt nicht schlecht. Das klingt nicht schlecht. Ne? Übrigens, weil ich muss gerade ganz kurz in ein Thema reinrutschen. Ich will gerade Werbung machen. Wissen macht auch, gibt bald eine neue Folge. Ja? Irgendwann zwischen Ende Februar, Anfang März zeichnen wir auf. Ja? Du bist auch dabei. Mhm. Ist das richtig? Ich bin auch dabei. Ist richtig. Und wer noch weiß, ich glaube Alex und Philly, ich weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall ist Jan dabei. Ne? Ja. Und dann werden wir uns da wieder hören. Ja, da wird es wahrscheinlich nicht Wordle sein. Oder wir wissen aber auch noch nicht, ob es Dings sein wird, ob es möglicherweise hier um Catchen geht oder ob es Wrestling bezogen ist oder ob es sozusagen free ist. Genau, wir gucken einfach mal, was Jan noch vorbereitet hat. Aber wir sind beide dabei, auf jeden Fall. Ne? Ja. Und da werden wir uns auch das nächste Mal hören wahrscheinlich. Was das geht, da gehe ich mal ganz schwer von aus. Ne? Werde ich dir mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Genau. Keine, bei mir wirst du keine Wurst zum Teller ziehen können, das hätte ich schon mal sagen. Hast du noch das was zu Wordle? Nein, das war es eigentlich schon. Ich wollte das nochmal in die Welt kundtun, weil es wirklich sehr viel Spaß macht. Kannst du das nochmal in die Shownotes packen? Auf jeden Fall das mit dem World, finde ich, mit dem Außenrumrissen, finde ich ganz geil eigentlich. Weil ich da ziemlich schlecht drin bin, kann man das ja zum Üben nehmen vielleicht. Sehr gut, jetzt kenne ich eine deiner Schwachstellen. Gut, dann gehen wir schnell in die Pause. Bis gleich. Hey. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Frise übrigens. Auch sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Zurück aus der Pause sind wir wieder da. Wir haben das Tippspiel gut verdaut jetzt, ja, und ja, wer die Sendung hier kennt, wird wissen, eine Sache, unser kleines Highlight, fehlt noch, Basti. Was fehlt denn noch? Es fehlt der Mount Rushmore. Mount Rushmore, präsentiert vom Clubhaus. Und wir haben es ein bisschen anders als sonst. Wir haben eine kleine Neuigkeit reingebaut. Ihr habt es vielleicht an der Grafik schon gesehen. Wir haben jetzt Sachen, wir machen ja immer unser Mount Rushmore, sind vier Sachen angeordnet, die. Also zwei mal zwei. Die das Thema entsprechen. Ja? Ja. Und eine Sache, die total gegen das Thema ist. Ja, also wenn wir jetzt vier gute Sachen haben, aber eine schlechte Sache, auf unserer Grafik hat Basti witzigerweise Mount Rushmore den kleinen Trump eingebaut, ja, der natürlich wie immer blond-orange Haare hat und wir haben das Ganze die Orange genannt. Ja. Weil anders wir nicht, Gurken. Weil wir nicht Donald Trump sagen wollten. So, Basti, was ist denn das für ein Thema? Was haben wir heute? Was haben wir heute für ein Thema? Und zwar Berufe, in denen wir gerne arbeiten würden, es aber aus irgendwelchen Gründen nicht können oder dürfen oder geschafft haben. Ja. Genau. Das heißt, die Orange wäre praktisch Berufe, in denen wir auf keinen Fall arbeiten wollen würden. Richtig. Auch wenn wir es könnten. Aber wir machen es halt nicht, weil es bäh ist oder wie auch immer. Genau. Genau. Und die Orange haben wir gerade on the fly beschlossen, schmeißen wir einfach mitten rein irgendwo, weil es ja auch zum Mount Rushmore irgendwie für uns dazugehört jetzt. Also eine Neuerung bei uns auf jeden Fall, die Orange. Mal gucken, wie ihr es findet. Wir finden das Ganze ganz lustig. Basti,
Du, ich, wer will, was, erzähl mal. Was, ich kann ja einfach mal ganz spontan, weil das ja auch meine Idee war quasi. Die, genau. Also, fange ich einfach mal ganz spontan an und sage, los. Hau mal raus, Feuerwehrmann. Oh, wie Grisou, der kleine Drache. Ja, so ungefähr. Kennst du das noch? Ja, ich kenne Grisou, den Feuerwehrmann. Fällt immer bei Feuerwehrmann ein, tut mir als erstes, was also, bei mir klingt. Ist ja nicht verkehrt. Ja, ich finde das eigentlich einen sehr coolen Beruf irgendwie. Ja. Gesundheitsbedingt nie was für mich gewesen, weil ja, fotosensible Epilepsie ist jetzt nicht so geil, wenn du dann in so einem brennenden Haus da den Rodeo-Clown machst. Ja. Also eher nicht. Sind wir auch nicht beide zu klein für Feuerwehrmänner? Oder das weiß ich gar nicht, ob man denn. Das müsste uns jetzt, das schreibt uns der Feuerpapa, der auch das Tippspiel gewonnen hat, der Tippspielsieger war, der darf das ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, also wenn es hier dann auf Twitter geteilt ist, weil er ist ja eher so ein Twitter-Janer. Was so, gibt es Mindestgrößen, was sind Grundvoraussetzungen, um bei der Feuerwehr arbeiten zu dürfen? So, also auch bei wahrscheinlich der, ich wohne ja neben einer freiwilligen Feuerwehr, die wahrscheinlich so viel Geld frisst hier, Wahnsinn. Die sind auch nachts beleuchtet und haben hier drei Autos und ein Riesending. Ich fehlt noch am Hubschrauberlandeplatz hier, glaube ich. Mich würde interessieren auch bei, also ich habe jetzt keine Ambition bei der Feuerwehr, obwohl ich das sehr, sehr geil finde, diesen Beruf und auch sehr, sehr löblich finde, dass auch Leute das freiwillig machen und wahrscheinlich irgendwie ehrenamtlich so. Ja. Auch wenn die alle paar Minuten rausfahren und mir den letzten Nerv rauben hier. Ich würde wirklich gerne wissen, ob es berufliche oder körperliche Voraussetzungen sein müssen. Also ob es einen Fitnesstest gibt, wie bei der Polizist zum Beispiel, oder ob es eine Größe gibt, wie bei auch der Bundeswehr zum Beispiel, was man da irgendwie erfüllen muss, welche Maße oder sowas. Würde mich echt interessieren. Ja. Ja, weil wir ungefähr, du weißt ja, Größe Briefkasten, wir sind ja beide nicht sehr, sehr groß. Und dann kann ich sagen, ach, tut mir leid, Feuerwehrmann, kann ich leider nicht werden, bin ich halt etwas zu muskulös, vielleicht, sagen wir es so. Ja. Wieso eigentlich Feuerwehrmann? Ist Kindheitsding noch so? Oder ja, das Heldending? Oder warum? Es ist, halt, das große, also bei Kindern so, ne? Das große rote Auto fahren und so. Mhm. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt auch wieder so blöd und wahrscheinlich ist es eigentlich, sollte man aus genau diesen Gründen diesen Beruf eigentlich nicht ergreifen. Man kann so ein bisschen Alltagsheld sein irgendwie so, ne? Und wenn das Katze ist, aus dem Baum retten oder so. Ja, und ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht die Grundvoraussetzung, die man oder der, mit dem man da reingehen sollte in diesem Mindset, in so einen Beruf zu sagen, dass man ein Held sein will oder irgendwie sowas. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen, also es ist auch irgendwo cool. So, tatsächlich. Total. Ja. Total. Obwohl man natürlich immer nach Rauch riecht, wenn man nach Hause kommt. Das ist natürlich ein bisschen blöd dann, ne? Dass gut, man irgendwie das in so einer Räucherei gearbeitet oder so. Ne? Aber gut, was nimmt man die alles in Kauf? Ich glaube, die kriegen auch sehr, sehr viele Mädels ab. Wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Ist ja alles ungeordnet. Ich trüme einfach, wir nennen es trotzdem Platz 4 ein bei mir. Ja. Berufe, die ich vielleicht machen wollen würde, aber dann irgendwie nicht geht, ist Förster bei mir. Ja. Ich hatte mal jemanden, der hat im Studium abgebrochen bei uns und hat gesagt, ich werde jetzt Förster. Und im Nachhinein habe ich immer gedacht, Scheiße, hätte es auch machen sollen. Irgendwie beneide ich den im Nachhinein. Obwohl ich keinen Kontakt mehr zu ihm habe, Grüße, falls du das hörst, beneide ich diesen Menschen, weil irgendwie habe ich gedacht, so Förster, jeden Tag draußen sein, von Pflanzen umgeben sein, von Tieren umgeben sein vielleicht, aber du musst als Förster natürlich auch schießen. Und das würde ich nicht hinkriegen. Ich bin Waffenverweigerer, also Tiere töten kann ich sowieso nicht. Wem sage ich das, Basti? Du bist wahrscheinlich genauso. Es wäre nicht meins so. Nee. Aber so sein Revier haben und sich auskennen und wirklich viel, viel Ahnung haben und wirklich was schaffen und auch was Sinnvolles tun. Deswegen habe ich auch meinen Beruf gewählt, weil ich was Sinnvolles tun möchte. Und dieser Försterberuf ist für mich sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen wäre mein Platz 4 einfach der Förster gewesen. Ja, finde ich gut. Ja. Machen wir gleich weiter. Und zwar passend zu dem Film, den ich gesehen habe, Leuchtturmwärter. Das ist ja ein Beruf, der quasi eigentlich quasi tot ist eigentlich. Mhm. Ich glaube, es gibt es noch aktiv Leuchtturmwärter? In Deutschland wahrscheinlich, glaube ich, nicht mehr, würde ich sagen. Es gibt auf jeden Fall auf Hiddensee, gibt es ja auch Leuchttürme. Ich bin ja großer Leuchtturmfan. Wenn ich einen Leuchtturm sehe, irgendwo an der Küste, muss ich ein Foto damit machen. Oder auch hochgehen, weil ich wirklich leuchtturmbegeistert bin. Das hat irgendwie so eine romantische Alleinstellungs-Wasser-Einsamkeit, keine Ahnung. Klingt für mich so. Da gibt es Leute, die natürlich den Leuchtturm warten müssen, damit das alles funktioniert. Du bist ja dann eher Servicetechniker wahrscheinlich. Und auch,
musst du auch aufschließen und abschließen. Also du musst ja trotzdem dafür sorgen, dass das Ding funktioniert. Ob das dann Leuchtturmwärter ist, weil du wohnst ja wahrscheinlich nicht mehr drin und du bist auch nicht der, der nachts die Kerze anzündet, sondern das ist ja alles automatisch elektrisch, ne? Und so, ja. Genau. Aber so ein Leuchtturmwärter. Aber würdest du denn an der Küste sein oder würdest du irgendwo auf so einer Insel sein? So? Nee, an der Küste glaube ich eher schon so. Ich glaube, also jetzt nicht so irgendwie Kilometer. Ich hinterfrage immer, also ich weiß jetzt nicht, wie, wenn du so 50 Kilometer Fluss so, mehr einwärts. Ach so, also wenn es noch so eine, sagen wir jetzt mal, ist es so, ja, Borkum oder so, das würde ich mir noch gefallen lassen dann. Nee, aber so Bohrinsel-Style, so mitten im Nirgendwo, wo du nichts siehst außer Wasser um dich rum, so, wo einmal im Monat so einer mit einem Essenspaket kommt oder so? Ja, ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, das nicht. Ich glaube, dann würde ich. Da ist kein Internet. Ja, gut, aber es wäre mir auch. Ich glaube, da ist der andere Problem als aus Internet. kannst du denn per Morse-Code mit jemandem Schach spielen auf Entfernung vielleicht? Das wäre ja, auch drin. Das so. Könnte gehen, das könnte gehen, ja. Aber Leuchtturmwärter, da wäre ich ja gar nicht hochgekommen. Finde ich gut. Ja? Ja. Platz 3. Platz 3 ist etwas für mich, was ich ja sehr gern machen würde, heute noch machen gern würde, aber es einfach nicht drin ist. Ich wäre gern Moderator im Kinderfernsehen. Das wäre genau mein Ding. Ich sehe optisch nicht danach aus und deswegen wird es auch nicht funktionieren. Ich bin auch zu alt mittlerweile so, aber ich arbeite ja mit Kindern und mir liegt das auch so ein bisschen so. Und ich hätte da so ein Format für dich, das würde gut funktionieren. Die Sesamstraße würde ich sofort machen. Willi will's wissen oder so. Ja. Nein, keine Markenrechte bitte. Okay. als beim Kinderfernsehen, ich glaube, ich würde damit nicht klarkommen, dass man mich erkennt. Also, dass ein Bild von mir gibt, dass man mich sieht im Fernsehen. Damit würde ich nicht klarkommen, weil ich irgendwo drauf sein würde als Gesicht dann. Das mir unangenehm im Mittelpunkt stehen, mag ich eigentlich nicht so. Ist gar nicht so meins. Hier geht's so, hier hört man mich so, ne? Man erkennt mich selten an der Stimme, ist aber auch schon vollkommen. Aber bildlich möchte ich nicht in Erscheinung treten, eigentlich so. Aber Kinderfernsehen, so eine irgendeine blöde Sendung oder auch zum Beispiel, was ich gerne gucke, ist immer auch die Maus. Ja, da gibt es auch so viele Moderatoren mittlerweile so, wo alle 4 Wochen mal einer einen Beitrag macht oder Löwenzahn. Ich würde sofort Löwenzahn übernehmen, wenn ich ein Angebot kriege, für einen Hungerlohn das zu machen, würde ich sofort übernehmen. So. Würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ne? Oder irgendeine kleine Rolle so als. Das sehe ich. Der Postbote oder irgendwie, keiner, Hilfspolizist oder irgendein so Trottel da irgendwie so ein Bösewicht mal spielen. Würde ich sofort machen. Aber ich glaube, das wird in dem Leben nicht mehr. Ich bin einfach zu alt, glaube ich. Ich glaube, die Spanne ist zu alt. Und ich würde mich auch nicht immer glatt rasiert und kurze Haare, ich würde jetzt auch meinen Lifestyle, nenne ich es mal, nicht aufgeben dafür. Ja, das, du könntest ja. Ja, das, ja. Also so rumlaufen, wie ich bin jetzt gerade, das ist ja auch Privileg, was man. Ich kann ich war vorher in der Gastronomie, in der Hotelbranche, könnte ich nicht so rumlaufen wie jetzt. So, das wäre einfach nicht schwierig. Drin. Schwierig. Das wäre nicht drin. So, ne? Und das würde ich aufgeben müssen wieder und das wäre es mir nicht wert, glaube ich. Aber ich hätte wahnsinnig Bock dazu, sowas zu machen. Also irgendwie was im Kinderfernsehen machen, Moderator oder würde ich sofort unterschreiben, würde ich auf jeden Fall machen. So. Basti, jetzt würde was Oranges kommen, glaube ich. Jetzt was Oranges kommen, ja. Was würdest du nicht machen? Versicherungsvertreter. Ich hasse sowas. Ich hasse Menschen, was anzudrehen, was zu verkaufen. Und ich habe letztens auch erst gemerkt wieder, warum ich eine Verachtung von Versicherungsvertretern gegenüber habe. Schön, Gruß an alle Versicherungsvertreter übrigens, falls ihr uns zuhört. Es ist nicht persönlich gemeint. Es ist einfach nur euer Beruf. Seid nicht scheiße, euer Beruf steht einfach nur. Richtig. Und zwar, ich bin ja umgezogen vor ein paar Monaten. Und habe in meine Versicherung umgemeldet, quasi ja so. Du musst sie ja dann neu angeben und so. Und ich saß dann da und ich bin ja von einem Haus in eine Wohnung, in eine geschossige, also im dritte Geschoss gezogen. Drittes OG. Und da saß ich mir da gegenüber und sagte, also sie haben ja auch die Bilder gesehen aus dem Rheintal und so, ne? Es ist ja Naturkatastrophen und so. Wollen Sie nicht noch eine Versicherung gegen Unwetterschäden. Ja. Und ich meinte so, ja, aber wofür denn? Sie meinte so, ja, stellen Sie sich mal vor, es ist Hochwasser. Ich sage, ich wohne im dritten Stock. Maximal läuft mein Keller voll. Und was stellt man in den Keller? Jetzt nicht unbedingt die Dinge, von denen du hinterher sagst, ach, verdammt,
Hätte ich sie mal doch. Also das ist natürlich wieder mit dem Leid anderer Leute Geld machen, weil du die beeinflussen kannst. Wie die Bild-Zeitung. Ja. Ausländer sind alle Verbrecher, deswegen hassen wir alle Ausländer. So ungefähr, oder? Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Alle Politiker wollen nur das Schlechte, deswegen sind alle doof, hasst sie alle, so ungefähr, ne? Bildzeitungsniveau, ne? Das ist natürlich mies, ne? Du hast natürlich, also bei 3/4 der Omas und Opas, die sagen jetzt, oh, sie haben recht, ich habe Angst davor und ich habe zum Fernsehen, die armen Leute, das soll mir nicht passieren und meinen Enkeln auch nicht. Da schließen wir gleich was ab. Gut, dass sie das sagen, ne? Ja. Das ist schon. Ich muss wirklich, also sie meinte so, dann sagte sie so, ja, da haben sie ja doch durchaus recht. Ich sage, danke. Ja, sehr gut. Deswegen so, ich weiß nicht, Menschen, die Versicherungen verkaufen, ist für mich irgendwie so, weiß ich nicht. Ich weiß, Versicherungen haben ihre Daseinsberechtigung, so, aber ich suche sie mir dann selber. Vielleicht 2 oder 3. Der Rest ist Spielerei, finde ich. So. Aber ich bin auch nicht gut, wahrscheinlich nicht ausreichend versichert, aber ich habe so 2, 3. Das reicht auch. Das Wichtigste ist, dass ihr eine Haftpflichtversicherung habt. Genau. Und eine Hausratsversicherung. Genau. Und dann müsst ihr schon mal gucken, was ihr überhaupt noch braucht. So. Ich kann eine Sterbeversicherung empfehlen. Damit habe ich auch schon Erfahrung gemacht. Ja. Und das war auch gut so. Ja. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen ihn gar nicht runterziehen lassen, so jetzt hier. Ich habe auch was Schönes als die erste Orange oder die zweite Orange, ja, die wir jetzt überhaupt in diesem Podcast rausknallen hier. Fleischer. So, Fleischer würde ich niemals machen. So. Ich könnte keine Schweinehilfen zerteilen. So. Ich könnte auch nicht sagen, na, mein Kind, möchtest du noch eine Scheibe von der Gesichtswurst hier? So, von der Bärchenwurst. Das weiß ich nicht. Also ich hat ja jeder sein Tun, ne? Und jeder mag ja auch was anderes so. Aber ich könnte es mit meinem Gewissen nicht. Wem erzähle ich das? Die Leute kennen uns ja mittlerweile, die hier zuhören. So, wir würden das beide niemals machen, mit unserem Gewissen nicht vereinbaren können. Ich würde auch Leuten, was offensichtlich nicht so geil ist für sie, auch nicht ausschwatzen können. Das ist genau das Versicherungsding auch. Das würde ich auch mit Fleisch nicht machen können. So. Wollen wir ein bisschen Sülze haben oder was von der Groben oder so? Das würde ich niemals überleben. Das geht gar nicht. Das ist in meinem Kosmos einfach nicht. Obwohl ich auch welche kenne, die das machen, aber das ist in meinem Kosmos einfach nicht drin. Und ich finde es auch nicht geil. So, ich kann nicht das mit mir nicht vereinbaren und ich könnte auch nicht. Also mittlerweile könnte ich auch den Geruch nicht mehr oder ich würde da, weiß ich nicht. So, also ich würde nicht gern aufstehen und zur Arbeit gehen. Das finde ich auch nicht als wichtig irgendwie so. Also was würdest du denn mit einer Fleischerei, nennen wir es jetzt mal, mit Alternativprodukten, die nur rein Alternativprodukte anbietet? Kommt noch an, was? Gesichtswurst, Bärchenwurst. Also ich esse sehr, 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 sehr selten Wurst. Ja, ich finde, Wurst hat mit Fleisch auch nichts gemein. Ja. Das ist richtig. Wir haben wirklich nur Wurst hier, also auch nur Ersatzwurst, muss ich sagen, wenn meine Freundin richtig Bock auf irgendwas hat, mit Schnittlauch oder irgendwas. Habe ich aber auch immer da. Ganz, also. Ganz selten. Ich finde, also Wurst an sich ist nicht so meins. So. Ich kann das auch, ich finde auch nicht, also ich sage mal echte Wurst in Anführungsstrichen, hat doch mit einem Tier oder mit Fleischgeschmack allgemein nichts so. Ich wüsste gar nicht, wenn. Hier ist Mortadella. Was ist denn da drin? Ich muss dich fragen. Ich würde auch sagen, wenn der eine sagt, ist das denn da drin? Ja, na klar, ist das drin hier. Augen, Zähne, Hufe oder was? Ich wüsste gar nicht, was da drin ist. So. Also, weiß ich nicht. Also, Wurst ist nicht meins. Vegetarische Leberwurst, Teewurst und sowas, alles, was zum Streichen ist, gehe ich noch mit, weil da weiß ich, das ist aus Erbsen, das ist meinetwegen aus Weizen oder keine Ahnung, rausgepult, gehe ich mit. Aber alles, was so auf Wurst auf Strich heißt es, Auf Schnitt. Das gehört für mich nicht mehr zum Frühstück zu. So. Nee. Du bist eher so ein Süßer, ne? Dann so mit Marmelade. Nee, ich habe auch, vegetarischen Schmalz zum Beispiel. Schmeckt hundegeil. Zwiebelschmalz. Super geil. Mega. So. Mega. Ansonsten, ja, viel Süßkram, aber so andere Sachen so. Herzhaft. Bin ich eher so ein Herzhafter. Für mittlerweile bin ich auch herzhafter. Ja. Glaube ich so. Ja, aber genug von Scheißjobs oder für uns nicht, auf jeden Fall für uns nicht optimale Jobs, sagen wir so. Ich will ja nichts schlecht reden hier. Die Orange packen wir weg wieder in die Packung. Dein Platz 2, Basti. Ja. Etwas, was ich nicht kann und wofür ich Menschen bewundere, lesen. Ist, wenn sie. Nein, Spaß.
ich bewundere Menschen, die mit Holz arbeiten können. Die sowas vernünftig können. Und deswegen sei ich Schreiner. Oh, das ist auch so gut. So Möbel herstellen und sowas, das ist so. Ich finde, das ist was, das hat was. Das finde ich mega irgendwie so, wenn man sowas richtig vernünftig kann, ja. Irgendwie Möbel bauen und so. Ich gucke mir das unheimlich gerne an, wie Menschen Dinge herstellen oder reparieren, ja. Oder irgendwie sowas. Ich kann das überhaupt nicht. Ne? Ich habe 2 linke Hände. Ich habe 3. Linke Hände. Aber ich finde das mega, wenn da einer so sagt, hier, guck mal hier, ne, ich habe hier ein Stück Holz, ne? Und hier hinten raus kommt dann auf einmal ein wunderschönes schöner Kleiderschrank oder irgendwie sowas, was er dann gebaut hat. So denke ich mir so, mega. Oder so ein schönes Treppengeländer irgendwie so. Weißt du, einfach was du dir anguckst und denkst du so, ah, das ist schon gut. Und vor allem hast du das nicht bestellt, du hast das selbst gebaut. Richtig. Das ist schon geil. Also ich habe ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich bin ja ein riesen Conny Reimann-Fan. Mhm. Ja, der Typ, der aus Hamburg mal irgendwann in den USA und jetzt in Hawaii und so weiter, der ist da einfach hin, ja, der hat da ganz viele Ferienwohnungen aufgebaut, verdienstete goldene Nase, und letztens habe ich gesehen, der ist einfach an seinem Hawaii-Haus und sagt, oh, ja, hier, meine Frau hat gesagt, hier, wir wollen eine Terrasse kaufen, wir Terrasse haben, da bin ich mal gucken, was für Holz noch habe hier, macht ja alles so, ja, da könnte man hier auflegen und misst auch gar nichts aus, also prima Daumen hier so, und 5 Tage später hat er eine Terrasse gebaut, ne, wo ich denke so, Alter, was bist du denn für ein Freak, Alter, wie geil ist das denn, bitte? Was kannst du denn nicht, so, ich habe riesen Respekt vor Leuten, die mit den Händen sowas machen können, so, das finde ich total toll, also, weiß ich nicht, also ich, das, echt wirklich riesen Respekt. Vor allem Leuten, die was machen, die was mit ihren Händen bauen können, auch wenn es vielleicht nicht Holz ist, auch was andere Sachen so. Alles, was so, kann ich halt nicht. Bin ich teilversüchtig. Also ich würde gern irgendwie sowas können. So. Finde ich super. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Mein Platz 2 ist was, was wir eigentlich gerade machen. Radiomoderator. Ich würde gerne Radiomoderator machen. Man muss, glaube ich, nicht viel können. Man muss nur sappeln können. Das kann ich. Ob ich die Stimme dazu habe, ich habe jetzt Podcast, geht so. Ich habe, glaube ich, keine gute Stimme für das Radio. Ich verschlucke oft die Silben und vielleicht die Endungen. Müsst ihr mit leben, aber ich bin noch nicht im Radio. Ihr könnt da ja ausmachen. Ne? Ich würde tierisch gerne einfach, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ja, probier mal aus, mache ich so. Ne? Ich glaube aber, es kommt darauf an, wo man das macht, weil jeder Radiosender hat das Beste der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute so. Würde mir tierisch auf den Keks gehen. Ja, ist überall gleich. Ich würde auch nicht Wetter oder hier, da ist ein Blitzer, Flitzer und da ist ein Stau und so weiter, würde mir auch tierisch auf die Nüsse gehen. So. Genau, heißt doch überall gleich so. Ne? Oder so Radio-Comedy würde ich auch nicht mein Ding so. Ne? Aber ich glaube, ich könnte wirklich morgens mit guter Laune aufschlagen irgendwo. Mittlerweile kann ich das. Und Nachrichten vorlesen. Und einfach die nächsten 6 Stunden dumm labern. So. Mhm. Auch wie wir hier zu zweit so. Ich glaube, das könnte ich machen. Ohne dass mir nach einem Jahr sagen, ich habe keinen Bock mehr oder so. Aber das könnte ich. Also, glaube, das könnte ich. Du möchtest quasi so ein Morgenmagazin. Ja, oder ich könnte auch die halbe Nacht durchsabbeln mit irgendwas, Stories, die ich da irgendwie mit irgendwas verbinde oder so. Oder, aber ich habe das Musikwissen, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das wäre mein größtes Ding. Das kann ich einfach nicht. Ich befürchte, dass ganz viele Leute, die beim Radio als Moderator oder als Moderatorin arbeiten, keine Ahnung von Musik haben. Aber ich habe Bekannte. Freunde, die beim Radio sind, und ich weiß schon, dass viele Radiomoderatoren viel, viel Liebe für Musik haben und ganz einen riesen Fundus an Musik zu Hause haben. Liebe und Wissen sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, aber es ist so, du musst auch Sachen wissen und Sachen weitersprühen können, die ich nicht jeden zweiten Tag bei Wikipedia lese oder auf Twitter oder bei Facebook und der scheiß Timeline, wir haben sie schon gewusst, mitkriege so. Das kann man schon, und ich finde, das macht auch was aus und Stimmung erzeugen und so weiter und so fort, und ja, Radiomoderator würde ich machen. Basti, bevor wir zur Nummer 1 kommen, hast du noch was es nicht reingeschafft hat vielleicht? Ja, und zwar Marktschreier. All in Dieter, da ist er wieder. Ja. Oder Backfisch-Udo gibt es auch bei uns. Irgendwie sowas. Das Ding ist, ich glaube, das ist etwas, was ich tatsächlich gar nicht machen möchte, weil es mir einfach viel zu anstrengend wahrscheinlich einfach ist. Aber ich sehe diesen Leuten unglaublich gerne zu, wie sie da rumschauen. Ich werde bescheuert. Ich lege noch was drauf. Und Kilo rein sind noch 3 Euro. Oder? Ich habe heute gute Laune. Ja, ich fand das immer, weil ich kenne das nicht, halt ob ich mir das trauen würde. Aus der Kindheit, Fechter Stoppelmarkt. Ja. Da gab es das dann halt auch immer so. Und dann stand der Typ
mit seinem Wagen und hat Grünzimmerpflanzen verkauft, neben dem, der dann da Fleisch verkauft hat. Und die haben sich gegenseitig mal angeschrien und haben sich den ganzen Tag von morgens bis abends eigentlich gegenseitig nur beleidigt, dass sie doch gefälligst nicht bei dem kaufen sollen, sondern mal hier rüberkommen. Aber das macht Spaß. Die pushen sich gegenseitig. Das macht schon aus da, die Ecke. Deswegen weißt du das auch noch. Wenn die beide krank gewesen wären, wüsstest du das nicht mehr. Richtig. Na? Genau. Und das hat es tatsächlich nicht reingeschafft. Also, weil es dann doch etwas gibt, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Hast du noch was? Oder? Ja, also das mal in eins dann halt nur. Nee, die eins noch nicht. Ich habe noch zwei Sachen. Hm? Und zwar, ich bin ein riesen Klamotten-Fan. Ich würde auch gerne Klamotten irgendwie herstellen. Irgendwas fair produziertes vielleicht. Vielleicht auch irgendwas Wrestling-bezogenes oder sowas. So. Alles, was ich habe einen sehr eigenen Geschmack, man kann das auch auf meiner Instagram-Seite sehen, teilweise, würde sie halt nicht verkaufen, weil ich halt vielleicht doch einen zu komischen Geschmack manchmal habe. Alles sehr bunt und auch ein bisschen eigen und wahrscheinlich würde ich da auch kein Geld mit generieren, deswegen würde es auch keinen Sinn ergeben, dass ich da in die Richtung gehe, höchstwahrscheinlich. Ich würde mich aber gerne ausprobieren und sowas. Das schon. Und ich würde natürlich wie jeder kleine Bub, ja, der mit Wrestling groß geworden ist, würde ich natürlich kein Wrestler sein. Ja. Ich würde irgendeine Rolle übernehmen, wie zum Beispiel eine Managerrolle oder irgendwas, wo man was zum Produkt beitragen kann. Ja. Ja. Wrestler würde ich nicht werden wollen, weil ich weiß, was sie diesen Körpern antun. Und wir reden jetzt nicht von Drogen und Steroiden, wir reden einfach nur vom Bump. Ja, vom Bumping, vom Bumps. Würde ich nicht machen wollen so. Aber so ein jetzt in der Rolle eines Ali Aslan vielleicht, ne, so öfter mal eingreifen, auch mal auf die Fresse kassieren, so vom Apron fallen oder die Leute einfach anheizen, wie du das auch so schön kannst immer so. Ich glaube, das würde mir schon eine Zeit lang liegen und da hätte ich auch Bock drauf, so. Ob ich natürlich auf dem Niveau gut wäre, wie andere das machen, weiß ich nicht, so. Das weiß ich nicht. Probieren, ne, muss dann probieren. Ja, ich würde das schon Bock haben drauf, so, aber weiß ich nicht. Hat sich nicht ergeben bis jetzt. Ob es sich noch ergibt, weiß ich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Wäre aber vorstellbar für mich. Basti, warte kurz. Numero uno. Was, was war's? Synchronsprecher. Oh, das ist auch schön. Was gute Einfälle heute. Ja. Das wollte ich tatsächlich als so, ja, mit so 15, 16, wenn man sich so das erste Mal ernsthaft mit Berufen befasst und so. Und einem dann klar wird, so, das ist keine richtige Ausbildung. Das ist, du musst quasi erstmal Schauspieler werden und dann, also du musst eine richtige Schauspielausbildung machen und dann kannst du über Glück da reinrutschen, weil das wohl auch ziemlich, also da brauchst du wohl richtig viel Vitamin B und gute Kontakte, um da an vernünftige Rollen dran zu kommen. Aber ich bin halt so ein Hörspielkind halt einfach und finde das wahnsinnig beeindruckend, wenn man mir etwas verkaufen kann, nur über ohne etwas zu sehen, aber mir mit seinem Gesprochenen ein Bild liefern kann durch Emotionen oder Ähnliches. Und das ist ganz, ganz große Kunst, finde ich, wenn man mir sowas verkaufen kann. Und das hätte ich tatsächlich gern gemacht. Das kann ich mir vorstellen bei dir auch. Ja. Also ich muss ganz so sagen, ich habe, weil ich ja die Filme gesehen habe, bin ich auch bei Synchronsprecher hängen geblieben natürlich, immer mal wieder. Ne, und hat mich mit Erschrecken festgestellt, kennst du Leon von GZSZ? Daniel Felo heißt der Schauspieler. Ja. Der spricht unter anderem auch James Franco und spricht auch Channing Tatum. Ja, ich weiß. Das weiß ich. Das weißt du. Ich glaube, da war auch ein Schauspieler dabei, den er spricht, den du ganz gut findest. Ich habe es aber nicht auf dem Schirm gerade. Aber da musste ich irgendwie auch an dich denken. Hätte ich auch nicht, habe ihn nie rausgehört irgendwoher so. Und ich finde auch der kriegt eine eigene Serie, ein Spin-off von GZSZ. Ja, habe ich auch gelesen irgendwo. Ja, gut, der ist auch wahrscheinlich auch 20 Jahre dabei schon. Soll er doch. So ungefähr. Mir wurscht. Gönn ihm das doch auf jeden Fall. Würdest du Synchronsprecher machen dann für englische Produktion, für den deutschen Markt oder würdest du also echte Schauspieler oder würdest du auf so Animationszeug oder so. Wo hättest du mir Bock drauf? Ich glaube, ich wäre so im Hörspielbereich tatsächlich gerne unterwegs. Also so gar nicht so unbedingt Film oder so. Keine Ahnung. Klar, so muss ich das machen. Sondern Hörspiele so, dass man Geschichten erzählt irgendwie. Und da dann irgendwie. Ich bin ja so ein großer Fan von diesen, ne? Drei Fragezeichen. Man sieht es jetzt gerade. Ihr seht das natürlich. Ich halte jetzt so eine Kassette. Bin ja großer Fan davon.
Und ich kann ja, ich bin ja unglaublich schlecht, im, was Lesen angeht, weil ich mir irgendwie über nie Zeit zum Lesen nehme. Sondern da ich war ich doch mit Lesen gar nicht so schlecht vorhin. Ich habe Schreiben gesagt, glaube ich. Ne? Ja. Naja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich da nicht so viel Zeit rein investiere. Ich habe so das Problem, wenn ich Bücher lese, dann schweife ich gedanklich ab oder ich schlafe dabei ein. Aber bei Hörbüchern geht das. Also Hörbüchern habe ich nicht so das Problem. Deswegen höre ich mir dann lieber Hörbücher an und ich das sehr schön finde, wenn mir Leute vernünftig Dinge erzählen können. Mhm. So, das finde ich dann viel schöner, als wenn ich mir selber, wenn ich selber lese tatsächlich. Ja. Und da würde ich mich, würde ich dann in der Sparte dann irgendwo unterwegs sein. Aber hättest du keinen Bock, so eine Serie? Also so jemand wie die Stimme von Saul Goodman, hört man ja überall raus auf einmal so. Oder die Stimme von Dr. House ist auch überall zu hören so. Da hättest du keinen Bock drauf, dass du so eine Stimme wärst wie Serien, Filme oder sowas? Ja, vielleicht. Also. Oder würdest du denn bei diesen Hörspielen eher der Erzählertyp sein? Nee, ich würde schon, glaube ich, eher Charaktere sprechen wollen, statt Erzähler sein. Klar, warum nicht, ne? Das Problem ist, ich kann nicht gut vorlesen. Das ist so ein Knackpunkt. Ah, du musst dich, glaube ich, ganz genau an den Text halten bei sowas, ne? Ja, und du musst halt wirklich das sehr flüssig vorlesen, du musst also sehr flüssig lesen, glaube ich, halt einfach vorlesen können. Gut, ist auch viel auswendig, also nicht unbedingt auswendig lernen, aber du musst es halt gut und flüssig vorlesen können und musst dir selber wahrscheinlich auch ein gutes Bild davon machen, wie das jetzt gerade aussieht alles. Mhm. So, weil bei einem Film, okay, da hast du ja ein gewisses Bild einfach vor Augen. So, da läuft ja, man kennt das ja ab und zu mal so Bilder aus dem Synchronstudio, wenn so ein Film aufgenommen wird, dann die sehen den Film ja davor. Mhm. So, die gucken den Film ja und sprechen dabei ja den Text ein quasi. Ja, stimmt. Und bei einem Hörspiel hast du ja kein Bild, sondern du hast ja nur den Text und musst ja eine Stimmung erzeugen. Also liegt dein Hauptaugenmerk, würdest du denn, da bist du ja eigentlich, dann machst du ja schon Hörspiel, also würdest du auch dann so Knarzgeräusche und hier Schluff, Schluff, Schluff und so ein Wecker und so Explosion. So. Würdest du das so weit dann auch gehen, dass du ganze Hörspiele machst? Oder würdest du einfach ein Teil davon sein? Ein Teil davon. Achso, dann doch, ja. Genau. So, als eine Rolle, die dann zu übernehmen ist irgendwie. Ja, das würde ich machen, ja. Finde ich gut. Da können wir mal überlegen, ob wir mal eine kleine Sequenz als Hörspiel basteln bei uns hier. Wäre ja gar nicht so warum schlecht. Denn nicht? Warum denn nicht? Mal so als Intro oder überlege ich mir mal. Vielleicht machen wir das mal irgendwann ein paar Monaten. Wäre mal interessant. Juti, meine Nummer 1 ist auch meine Nummer 1. Meine wirkliche Nummer 1, die ich gerne machen wollen würde, was aber nicht mehr funktioniert, weil mir einfach, glaube ich, die Lebenszeit dazu nicht mehr reicht und ich einfach das nicht mehr studieren könnte. Und zwar würde ich gerne Ornithologe sein. Überrascht jetzt auch nicht. Ich liebe Vögel. Wirklich, nee. Ist einfach so. Was soll ich machen? Ich habe mein Herz irgendwie verloren und das bleibt auch so. Ich kann das immer aus dem Hut ziehen und bin immer begeistert davon. Weiß aber, dass man 6 Semester Biologie studieren muss, 4 Semester Masterstudium ranmachen muss. Man muss ganz viel Mathematik beherrschen, weil man ganz viel Statistiken auswerten muss. Also Differential, Vektorrechnung, alles Mögliche. Man muss ganz, ganz viel machen. Man muss gutes Englisch haben, weil viele Fachbücher Englisch sind. So. Du musst ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht, wenn ich mal kurz vor der Rente stehe, Ornithologie nochmal zu studieren, weil ich einfach Bock drauf habe, das nochmal in meiner Restlebenszeit irgendwie sowas anzufangen. Mhm. Aber ich glaube, dieser Aufwand ist einfach zu viel, dass ich das jetzt noch schaffen könnte oder dranbleiben könnte, weil Biologie ist zwar schön, aber du musst ja auch Chemie und Physik irgendwie beherrschen, weil es ja auch mit Fliegen zu tun hat und so weiter und so fort, also mit Wind und so. Das wäre mir einfach zu viel, deswegen muss ich einfach Hobby-Ornithologe bleiben. Ganz einfach, aber wenn ich es mir aussuchen würde von den Sachen, die ich hier aufgezählt habe heute, dann wäre das meine klare Nummer 1 und deswegen habe ich es auch auf die 1 gesetzt. Ja, finde ich gut. Aber habe ich mir schon fast gedacht, tatsächlich. Ja, ist jetzt keine Überraschung, was soll ich jetzt die Knaller rausziehen? So, ne? Man muss ja auch ehrlich sein. Ne? Ja. Gut, dann machen wir mal Abbinder an. Mount Rushmore, präsentiert vom Clubhaus. Und dann war es schon für heute wieder, Basti. Du hast jetzt die Möglichkeit, noch jemanden zu grüßen oder dir ein Lied zu wünschen und Tschüss zu sagen. Hast du was Schönes für uns noch? Ja, also ich habe noch 3 Lieder, die ich mir dann wünschen würde.
Und zwar, natürlich nehmen wir dann einmal, thematisch passt es ja, von Eskimo Callboy, das dritte Lied in die Playlist rein, und zwar Hate Love. Dann nehme ich, weil ich in der letzten Zeit so ein paar Mal gehört habe und ich das eigentlich ganz gut finde, ist von Contra K, Wenn das Schicksal trifft. Mhm. Und aus gegebenem Anlass, weil verstorben, Meat Love mit I'd Lie for You. Tschüss! So, wenn ihr über diese Episode irgendwas austauschen wollt, Hashtag WTRCH. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook, bei Instagram unter WTR Clubhaus. Willi unterwegs ist mein Instagram-Account. Ansonsten denkt bitte ans Tippspiel. Wir hören uns im März wieder oder eben beim Wissen macht Au bei Jan im Wrestling Talk Radio. Und ich habe auch noch drei Musikwünsche. Und zwar habe ich das Leben eines Rappers und das Lied Pizza, beides von der Antilopen-Gang. Bin irgendwie hängen geblieben, vor ein, zwei Wochen wieder drauf. Hab das schon ewig nicht gehört und wird einfach weitergeben. Kennt ihr sowieso, aber bringt mir gute Laune. Außerdem auch aus gegebenem Anlass Meat Love. Viele von euch, alle kennen das Lied, viele mögen das Lied nicht. Ich finde das Lied toll. Ich gehört zu meinen, sag mal, 10 Lieblingsliedern immer schon. I would do anything for love. But I won't do that. Genau. Abschalten. Good night.